Einen schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Wir haben heute den vierten Vortrag in der Serie Energiewende. Und ich habe heute Morgen nochmal zusammengezählt. Die ersten drei Vorträge sind doch sehr, sehr gut angenommen worden. Wenn man also die Teilnahme an dem Zoom zusammennimmt mit dem Ansehen der Videos, dann sind wir bei 3.600 Teilnehmern angekommen. Das ist für drei Vorträge schon sehr, sehr beträchtlich. Heute haben wir Professor Leitner zum Vortrag und ich darf mal so versuchen, ihn zu charakterisieren mit zwei Schlagworten. Ich habe in seiner Vita noch mal kurz nachgeguckt. Seine Gebiete sind Katalyse und grüne Chemie. Das ist vielleicht zwei Begriffe, die sein wissenschaftliches Schaffen am besten charakterisieren. Kurz seine Vorstellung. Er hat an der Universität in Regensburg 87 promoviert. Dann gibt es eine Reihe von Aufenthalten an Universitäten als Postdoc, Oxford, Regensburg, Jena mit Habilitation. Und seit 2002 ist er Lehrstuhlinhaber für technische Chemie an der RWTH in Aachen. In Aachen selbst gibt es zwei große Dinge, die anzumerken sind, also für ihn. Zum einen ist er einer der Gründer des Exzellenzclusters. Früher hieß es Biofuels, heute heißt das Exzellenzcluster ein bisschen anders. Aus guten Gründen, wie wir gleich erfahren werden. Und zum Zweiten auch, er ist auch gleichzeitig einer der Leiter des Max-Planck-Instituts für Katalyse in Mülheim. Und er trägt maßgeblich dazu bei, dass die Verbindung zwischen RWTH Aachen, Max-Planck-Institut, aber auch zu Jülich besonders eng funktioniert. Diese großen Verdienste zeichnen ihn aus und ich bin sehr sicher, dass wir heute wieder einen interessanten Vortrag hören werden von ihm über das Thema Kraftstoffe und Chemieprodukte aus erneuerbaren Energie- und Kohlenstoffquellen. Es geht, wie gesagt, um zwei Dinge. Zum einen die Kraftstoffe CO2-neutral zu machen und zum zweiten die Grundlagen die Basisstoffe der Chemie CO2-neutral zu machen. Herr Leitner, bitte sehr. Ja, Herr Nagel, vielen Dank für diese freundliche Einführung. Sie sehen hinter mir den Schriftzug Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion. Das ist ein anderes Wort für Power to X, das hier im Titel steht, nämlich erneuerbare Energie zu nehmen und das mit chemischen Prozessen, diese erneuerbare Energie in Energieträgern, also Kraftstoffen und in Chemieprodukten zu speichern, zu verteilen und letztendlich auch nutzbar zu machen und zu nutzen und damit natürlich letztendlich zur Reduktion unserer CO2-Emissionen und zur Abkehr vom Klimawandel oder zur Bekämpfung des Klimawandels sozusagen beitragen zu können. Und das will ich Ihnen ein bisschen in der nächsten Stunde erläutern, welche Konzepte wir da verfolgen und im sozusagen Menü. Sehen Sie also Power to X, das werden wir kurz darüber diskutieren, was das bedeutet und wie wir aus dem Zeitalter der Petrochemie, ich habe den Lehrstuhl mit dem schönen klangvollen Namen Technische Chemie und Petrolchemie, das ist also noch ein ganz traditioneller Name, aber wir bewegen uns natürlich in eine nachhaltige Zukunft und arbeiten alle intensiv daran und darüber werden wir sprechen. Dann nehme ich das Fuel Science Center. Das Fuel Science ist der Begriff, den wir geprägt haben aus dem TMFB, Tailor-Made Fuels from Biomass, aus diesem Biomasse-Cluster heraus und gesagt haben, Biomasse allein wird nicht der einzige Eingangsstoff sein. Wir müssen das breiter fassen und deshalb jetzt in der zweiten Phase heißt dieser Exzellenzcluster the Fuel Science Center. Und was Fuel Science sozusagen bedeutet, möchte ich Ihnen auch näher bringen und dabei aber nicht nur auf den Exzellenzcluster an der RWTH Aachen schauen, sondern Beispiele weltweit durchaus mit einbeziehen. Und ganz zum Schluss kann ich natürlich nicht umhin, ein bisschen aus der aktuellen Forschung zu berichten, was uns so umtreibt tagtäglich. Und da kommen wir natürlich wieder zu Max Planck zurück, dem das Zitat stammt, dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen. Also es geht um Grundlagenforschung, die aber immer mit der Anwendung in Projekten, in gemeinsamen Projekten mit Industrie, in Großprojekten auf ihre
Fähigkeit, wirklich Veränderungen hervorzurufen, validiert werden und wo wir einfach mit unseren Erkenntnissen hoffen, beitragen zu können. Das ist also die Storyline. Aber vielleicht zunächst mal ein paar Worte zu diesem Max-Planck-Institut, das jetzt eine sehr intensive Verbindung mit der RWTH Aachen hat, auch personell, nicht nur durch mich. Es gibt auch in der technischen Chemie eine Max-Planck-Forschergruppe. Das ist also ein junger Kollege, der von Max-Planck finanziert in Aachen forscht und der eine Tenure-Track-Professur der RWTH Aachen hat. Also da gibt es mehr und mehr strukturelle und systemische Verknüpfungen. Aber hier in Mülheim an der Ruhr, da haben wir dieses Institut, dieses Max-Planck-Institut. Da sind zwei Max-Planck-Institute tatsächlich in Mülheim an der Ruhr. Das Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, das hat eine sehr viel längere Geschichte. Das gibt es seit 1912, also 110 Jahre. Und das ist Ihnen vielleicht bekannt geworden, weil der Kollege Benjamin List dort letztes Jahr den Chemie-Nobelpreis erhalten hat. Aber aus diesem Max-Planck-Institut für Kohlenforschung ist Mitte des 20. Jahrhunderts ein Spin-off, würde man heute sagen, gegründet worden, ein Max-Planck-Institut für Strahlenchemie. Da ging es darum, wie mit Licht chemische Reaktionen angeregt werden. Das ist also schon eigentlich chemische Energiekonversion. Licht kommt rein, chemische Reaktionen passieren. Und über die Zeit wird das Max-Planck-Institut für bioanorganische Chemie, das sich sehr stark mit der Photosynthese beschäftigt hat, auch ein typischer Energiewandlungsprozess, ist es dann eben 2012 zur Neugründung mit der Ausrichtung Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion gekommen. Wir feiern morgen unser 10-jähriges Bestehen. Deshalb bin ich in einem angeregten Zustand, weil ich mich da natürlich darauf freue, dass wir das morgen machen können. Und glücklicherweise sind auch die Gebäude, die neuen Gebäude, die grauen, die Sie hier sehen, soweit fertiggestellt, dass wir seit Anfang dieser Woche auch in diese Gebäude umziehen und das Ganze also sich sehr dynamisch entwickelt. Das Wichtigste aber an einem solchen Institut und an jeder Forschungsstelle sind nicht die Gebäude und die Labore und die Ausstattung, das ist auch alles wichtig, aber das Wichtigste sind die Menschen, die Personen, die das tragen, die Gruppenleiter, die Wissenschaftler, die Postdocs, die Doktoranden, die Techniker, die Verwaltung, die Auszubildenden. Und das ist das Schöne an dem Max-Planck-Institut, die hat man alle zusammen in engem Austausch. Und entsprechend sind wir sehr froh, das Institut hat mittlerweile 300 Mitarbeiter, aber ist natürlich in unterschiedlicher Teilungen aufgeteilt. Und hier sehen Sie mal die Leitner-Truppe sozusagen. Und da kommt das, was Herr Nagel erwähnt hat, Green Chemistry. Nehmen wir immer den englischen Begriff Green Chemistry, weil der genau definiert ist. Da gibt es ein wissenschaftliches Konzept, das dahinter steht, die 12 Prinzipien, die dafür formuliert worden sind. Und daran richten wir unsere Arbeiten aus und leiten daraus die Fragestellungen der Grundlagenforschung ab. Und da geht es dann um die Katalysatoren. Das werde ich Ihnen noch näher erläutern, näher bringen, warum wir uns intensiv mit Katalysatoren beschäftigen, die bestimmte Synthesen, eben die, die für chemische Energiekonversion wichtig sind, ermöglichen sollen. Und das geht aber dann auch hin bis zu der reaktionstechnischen Umsetzung, bis zu Konzepten, wie man solche Reaktionen im großen Maßstab machen könnte. Nicht, dass wir eine Fabrik bauen wollen, aber dass wir natürlich im Labor und im Technikumsmaßstab diese Dinge dann auch zeigen, das tun wir. Und das sind zwei große Projekte. Das Copernicus-Projekt Power2X ist zu nennen, wo der Name drin steckt. Das ist eines der vier großen Copernicus-Projekte, die die Bundesregierung über 10 Jahre fördert im Hinblick auf eben die erneuerbaren Energien und die Energiewende und der Exzellenzcluster Fuel Science Center, der auch eine Brücke zwischen diesen beiden Institutionen bildet. Bevor ich jetzt in die Diskussion einsteige, was verstehen wir, warum ist das überhaupt wichtig, chemische Energiekonversion und was tun Katalysatoren? Ich weiß nicht, wie viele im Teilnehmerkreis selber Chemiker sind oder Chemieingenieure und deshalb erlauben Sie mir an einer Folie mal zu versuchen, und es interessiert mich wirklich hinterher, ob es funktioniert oder nicht, wie Chemiker auf die Welt blicken. Und das tun sie immer mit dem Blick nach Molekülen. Wir denken immer in Molekülen. Was ist das denn eigentlich, Moleküle? Was stellen wir uns darunter vor? Naja, jetzt nehmen wir mal eine Analogie. Die ist vielleicht schief wie alle Metaphern, aber wenn Sie sowas in Ihrem Garten sehen, aus der Ferne, dann fangen Sie vielleicht an zu grübeln, was das ist. Das kann ja keine riesige Birne sein oder so. Das besteht aus ganz vielen Einzelteilen.
Und wenn sie Glück haben, dann besteht es aus ganz vielen Bienen. Wenn sie Pech haben, dann besteht es aus ganz vielen Wespen, aus Tausenden von denen. Das heißt, sie sehen makroskopisch ein Gebilde, das aus ganz vielen kleinen Einzelteilen besteht, die jedes ihre eigene Eigenschaft haben, aber das Gesamtgebilde wird durch die Gesamtheit bewirkt. Und es ist aber wichtig, wie die Einzelteile aufgebaut sind, weil das macht einen entscheidenden Unterschied. Und so machen wir Chemiker das auch. Wir sehen zum Beispiel so einen großen Pott Flüssigkeit und dann ist die Frage, sind es lauter H2O-Moleküle, ist es Wasser oder ist da vielleicht auch Ethanol-Moleküle mit drin? Die schauen etwas anders aus, da ist auch Kohlenstoff mit dabei und dann wird es schon eine ganz andere Flüssigkeit. Und das Faszinierende an der Chemie ist, dass wir anhand einer einzelnen solchen Formel, HOH, ein Gefühl dafür haben und nicht nur ein Gefühl, sondern auch mathematisch und in Simulationen ableiten können, wie die Eigenschaften des gesamten makroskopischen Körpers sein werden. Und das ist etwas, eine Wissenschaft, wo ich immer noch fasziniert bin, dass das funktioniert, weil wenn Sie sich vorstellen, dass in einem Liter Wasser 10 hoch 25 Moleküle der Formel H2O drin sind, 10 hoch 25, das sind mehr als Sterne im bekannten Universum, nur in einem Liter Wasser. Und trotzdem funktioniert es. Trotzdem können wir aus den Molekülen, aus den Atomen, die verbunden sind, auf die makroskopischen Eigenschaften und auch wieder zurückschließen. Und das ist das, was die Chemie ausmacht. Für die chemische Energiekonversion ist noch besonders wichtig, dass in diesen Strichen, die die Atome zusammenhalten in einem Molekül, da stecken immer zwei Elektronen. Jeder solche Strich, den wir Chemiker zeichnen, sind zwei Elektronen, denen sich diese beiden Atome teilen. Die teilen sich diese beiden Elektronen und durch diese Kraft werden die zusammengehalten. Elektronen sind nichts anderes als Energie. Das heißt, wenn wir chemische Bindungen spalten und wieder neu zusammensetzen, dann wird Energie umgewandelt. Und deshalb ist chemische Energiekonversion mit der effizienteste Weg, Elektrizität in Speicherformen, in handelbare Formen, in komprimierte Formen umzuwandeln, zu transportieren, zu verteilen, weil die chemische Bindung eine der besten Möglichkeiten ist, Elektronen zu speichern und auch wieder hin und her zu schieben und umzuwandeln. Und das ist sozusagen der Hintergrund hinter der chemischen Energiekonversion. Das war also ein kleiner Einstieg. Und ein Molekül beschäftigt uns ganz besonders und ist ganz besonders wichtig für das, was wir tun. Das ist das Molekül CO2, Kohlendioxid, korrekterweise eigentlich Kohlenstoffdioxid. Der Kohlenstoff in der Mitte an zwei Sauerstoffe gebunden. Da sind zwei solche Striche dazwischen. Die teilen sich zweimal zwei Elektronen, vier Elektronen. Diese Bindungen sind besonders stark. Und Primo Levi, der Schriftsteller, der ausgebildeter Chemiker war, schreibt in seinem wunderschönen Büchlein Il Sistema Periodico, wo er bestimmte Elemente heranzieht, um Dinge des menschlichen Lebens zu beschreiben. Wenn er über den Kohlenstoff schreibt, sagt er, das ist eigentlich komisch. Der Mensch hat sich nie bemüht, den Kohlenstoff aus dem CO2 irgendwie nutzbar zu machen, um Kleidung herzustellen, um Nahrungsmittel herzustellen, etc. etc. Die Natur macht es ja. Die Natur nützt ausschließlich CO2 und baut damit Biomasse um und herum auf. Und die kann das. Die kann chemische Energiekonversion hervorragend gut. Und wir ignorieren das. Wir nehmen das CO2 eigentlich nicht wirklich in dieser Art und Weise her. Warum ist das so? Und auch diese Antwort gibt Primo Levi schon in seinem Buch. Ich umschreibe sie jetzt aber ein bisschen. Wir tun es deshalb nicht, weil wir andere Kohlenstoffquellen haben, die wir sehr viel leichter nutzbar machen können, nämlich die fossilen Ressourcen. Und die fossilen Ressourcen nutzen wir in zweierlei Art. Einmal, um Energie zu erzeugen und einmal, weil wir den Kohlenstoff brauchen, der da drin steckt. Manchmal sagen wir, Gas, Öl und Kohle sind Energiequellen. Das ist eigentlich nicht ganz richtig. Das sind Energieträger. Da ist die Sonnenenergie gespeichert. Die Natur hat das für uns gemacht. Über Jahrmillionen die Sonnenenergie konzentriert, Biomasse aufgebaut, die Biomasse sedimentiert. Daraus sind diese fossilen Ressourcen geworden. Und da die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen, haben die einen ziemlich hohen Energiegehalt immer noch. Aber es sind letztendlich Energieträger. Und was machen wir jetzt? Wir nehmen die und verbrennen und erzeugen Strom und Wärme. Wir bauen sie um
als Chemiker und machen daraus Treibstoffe, Diesel, Benzin, Kerosin. Und wir stecken es in die chemische Wertschöpfungskette und machen alle Chemieprodukte, die wir so brauchen, wie es der Primo Levi beschrieben hat, Agrochemikalien, Düngemittel, Kunststoffe, Kosmetika, Pharmazeutika und so weiter. Alles auf Basis dieser Ressourcen. Und die haben Kohlenstoff und Wasserstoff als Ausgangsmaterial. Und das können wir hervorragend technisch. Technologisch sind wir da super. Es hat nur einen großen Haken. Der Kohlenstoff, der da drin steckt, endet am Ende als CO2. Und zwar in einer Menge und in einer Geschwindigkeit, die den natürlichen Kreislauf aus der Balance bringt. Und das ist letztendlich der Hintergrund des menschengemachten, des anthropogenen Klimawandels und dessen Auswirkungen ja immer stärker spürbar werden. Und ein zweiter wesentlicher Punkt ist, die Verteilung dieser Ressourcen, die ist jetzt auf diesem Planeten nicht sonderlich gerecht verteilt. Die sind an wenigen Stellen sehr konzentriert. Und das führt zu geopolitischen Komplikationen, Verwerfungen und die schlimmste Form sehen wir ja gerade eben, was unmittelbar vor unserer Haustür passiert und was wir täglich in den Medien lesen. Und Kriege auf diesem Planeten und Konflikte sind häufig auch in der Vergangenheit aus diesem Ressourcenverteilungskampf entstanden. Das heißt also auch geopolitisch ist diese Situation, so wie sie jetzt ist, keine nachhaltige Trajektorie. Ich möchte Ihnen mal kurz an einem von diesen drei fossilen Rohstoffen nur, nämlich dem Erdöl, versuchen, eine Vorstellung zu geben, über welche Dimensionen wir hier sprechen. Wie viel von diesen fossilen Ressourcen wir benötigen, um eine immer wachsende Menschheit, 8, 7, 8, 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu versorgen und welche Größenordnung wir diskutieren. Erdöl wird aktuell gefördert in einem Umfang von 80 bis 100 Millionen Barrel. Barrel, das ist die Handelsgröße von Erdöl. Wenn Sie die Wirtschaftsnachrichten lesen, dann steht da drin, das Barrel Erdöl kostet so und so viel. Das ist irgendwann mal festgelegt worden. Das ist das englische Wort für Fass. Und das sind ungefähr 160 Liter, 159, wenn man es genau nimmt. Aber also ungefähr 160 Liter Erdöl. 80 bis 100 Millionen jeden Tag. Nicht pro Jahr, sondern täglich. Täglich 100 Millionen Fässer. Wenn man das jetzt wirklich in Fässer füllen würde und würde die Fässer alle nebeneinander stellen, dann gehen die 1,5 Mal um den Äquator. Jeden Tag ist es eine Reihe von Fässern, 1,5 Mal um den Erdball. So groß ist unser Hunger nach Energie und nach Kohlenstoff. Und bei allem, was wir tun, müssen wir diese Dimension immer vor Augen führen. Das ist ein globales Problem. Wir reden nicht über ein nationales oder ein kleinteiliges Problem. Wir reden über ein großes globales Problem. Trotzdem macht es Sinn, mal auf unsere nationalen Gegebenheiten zu schauen und zu überlegen, wie es bei uns aussieht in Deutschland. Und dann stellen wir fest, ja, wir brauchen ungefähr 100 Millionen Tonnen Erdöl pro Jahr. Praktisch alles importiert. Die heimischen Erdölquellen sind vernachlässigbar. Wir importieren fast alles. Bis vor kurzem ungefähr 35% aus Russland. Das ändert sich gerade, wie wir wissen, sehr dramatisch. Auch zu Recht. Und also es geht um Import. Das habe ich auch mal in Barrels umgerechnet, einfach spaßeshalber. Das ist dann eine Linie, die geht von Berchtesgaden bis nach Flensburg jeden Tag. Das ist also auch eine ganze Menge, was wir hier benötigen. Davon geht ungefähr 60%, mehr als die Hälfte, in den Mobilitätssektor. Das ist also Kraftstoff, Diesel und Benzin vor allen Dingen. 20% ungefähr nutzen wir zum Heizen. Strom aus Erdöl spielt in Deutschland keine große Rolle. Das heißt, Energie hier ist hauptsächlich Wärme, die hier drin steckt. Und dann sind nochmal 15% Chemie. Jetzt könnte man sagen, naja, 15%, das ist ja nun der kleinste Anteil an Fässern da in dem Ganzen. Aber dieser Anteil ist extrem wichtig für uns. Denn die Chemie ist der drittgrößte Industriesektor in Deutschland, der auf dieser Scheibe hier beruht. Und weltweit ist das die Verwendung von Erdöl, die tatsächlich in absoluten Zahlen die ganze Zeit wächst. Diese beiden Kuchenscheiben, da haben wir Alternativen. Hier können wir Elektromobilität mit einsetzen, Wasserstoff mit einsetzen, Energiesektor, Wärmepumpen. Da haben wir tatsächlich Alternativen, technologische Alternativen,
um diese Sektoren zu dekarbonisieren und vom Erdöl wegzukommen? Da nicht. Da gibt es keine Wahl. Chemie braucht Kohlenstoff. Die können kein Polymer aus anderen, da brauchen eine Kohlenstoffkette, die da drin ist. Düngemittel, Stickstoff und Kohlenstoff, Ammoniak ist das Grundstoff, aber eigentlich ist es Harnstoff, was meistens verwendet wird. Also wir brauchen den Kohlenstoff und zwar wachsende Mengen. Gibt es denn ein bisschen Hoffnung jetzt da an dieser Stelle? Wie könnte denn eine nachhaltige Zukunft aussehen? Nun, den Energiesektor und insbesondere den Elektrizitätserzeugung, die Primärenergie in Strom umzuwandeln, das können wir sehr gut dekarbonisieren, weil da können wir Wind nehmen, Sonne nehmen, Wasserkraft nehmen, je nachdem, wo wir in der Welt sind, welche Region wir gerade betrachten, haben wir ausgezeichnete Möglichkeiten, um mittlerweile auch kostengünstig und absolut kompetitiv Elektrizität, Strom zu erzeugen aus diesen erneuerbaren Quellen mit diesen Technologien, auch in großen Mengen, wie ich Ihnen auch gleich noch zeigen werde. Wenn wir das haben, dann könnten wir diese dekarbonisierte Stromerzeugung nutzen, um die anderen beiden um die anderen beiden Sektoren zu defossilisieren, also dort von der Nutzung der fossilen Rohstoffe wegzukommen. Was brauchen wir dazu? Andere Kohlenstoffquellen. Wir haben ja gerade gesehen, ohne den Kohlenstoff kommen wir nicht aus. Und die Kohlenstoffquellen, die uns hier zur Verfügung stehen, sind am größten und am meisten CO2, Kohlendioxid. Da werden wir auch in einer postfossilen Energiewelt, in einer postfossilen Stromwelt immer noch viele Quellen haben, die CO2 erzeugen, können wir gerne diskutieren später im Nachgang, wo das herkommen kann. Ultimativ auch aus der Luft zurückgeholt über Direct Air Capture. Wir können Biomasse nutzen. Herr Nagel hat es ja gesagt, wir sind mit Biofuels gestartet. Natürlich, Biomasse, da hat uns die Natur schon ein bisschen geholfen und hat mit der Photosynthese das CO2 schon mal etwas hochgepumpt. Und wir können natürlich auch und sollten die Dinge, die wir gemacht haben, die wir produziert haben und die wir genutzt haben, soweit es geht, auch wieder zurückholen. Und wenn da Kohlenstoff drin ist, dann können wir auch den Kohlenstoff wieder nutzen und den nicht einfach irgendwo als CO2 ultimativ in die Atmosphäre entlassen, sondern Stoffe im Kreislauf führen und dazu zu geschlossenen Kohlenstoffketten kommen. Das ist also die Grundidee der chemischen Energiekonversion oder Power-to-X, wie es hier drüber steht. Wir nutzen erneuerbare Energie zusammen mit den alternativen Kohlenstoffquellen und damit nutzen wir die Dekarbonisierung der Stromerzeugung zur Defossilisierung der anderen Sektoren. Was ist die Schnittstelle zwischen diesen beiden, zwischen Strom und Kohlenstoff? Die Schnittstelle ist der Wasserstoff. Wir können Teile dieser Reaktionen auch direkt elektrochemisch machen, aber der Großteil und die Effektivität geht über den Wasserstoff. Die Skalierung wird hauptsächlich über den Wasserstoff gehen. Denn die Elektrolyse von Wasser, um Wasserstoff zu erzeugen, ist eine Technologie, die wir gut beherrschen und zunehmend gut beherrschen und die auch skalierbar wird, auch wenn wir hier über enorme Skalen reden immer noch. Und den Wasserstoff dann mit diesen Stoffen zusammenzubringen, da kommt dann die Katalyse, die Nutzung von Katalysatoren ins Spiel. Also hier haben wir die Elektrolyse im ersten Schritt und dann im zweiten Schritt die Katalyse für die Kombination aus Wasserstoff plus diesen Kohlenstoffbausteinen. Nun haben Sie vielleicht schon mal gelesen, dass es mittlerweile eine Farbenlehre des Wasserstoffs gibt, dass man also von grünem Wasserstoff und von blauem und von türkisen spricht und so weiter. Der grüne Wasserstoff ist derjenige, der aus Elektrolyse von Wasser kommt und damit den niedrigsten CO2-Footprint aufweist. Ganz null ist er nie, aber den niedrigsten. Ich zeichne trotzdem in den Bildern, die ich Ihnen zeige, den Wasserstoff immer rot. Mit einer grünen Schale außen drum, damit es der grüne Wasserstoff ist. Warum zeige ich Ihnen rot? Weil der hat die Energie. Der hat die Energie gespeichert. Und rot, das steht für Feuer und für Energie. Der Wasserstoff ist hier der Energieträger. Und die Kohlenstoffquellen sind die machen den mit den Biomasse etc. Die bringen das Grüne mit rein. Und der andere Hintergrund ist, dass wenn ich ins Labor gehe, sind alle Wasserstoffflaschen, alle Wasserstoffzylinder, die da stehen, sind auch rot. Fällt es mir leichter daran, mich zu erinnern, dass es Wasserstoff ist, um was es hier geht. So, wo kriegen wir die her? Diese Rohstoffe. Ich habe gerade gesagt, wir müssen es schon ein bisschen davon abhängig machen, wo in der Welt wir uns gerade befinden. Nämlich, wo ist Wind und wo ist Sonnenenergie in ausreichendem Maß verfügbar?
dass wir Beiträge leisten können, die auf dieser großen globalen Skala wirklich einen Impact haben. Wir können in Deutschland sehr viel machen mit erneuerbaren Elektrizität. Im Stromsektor, im Wärmesektor. Wir können auch Wasserstoff durchaus erzeugen für bestimmte konkrete Nutzungsanfälle. Aber wir können nicht unseren gesamten Energiebedarf rein elektrisch decken. Der Gesamtenergiebedarf in Deutschland ist zurzeit 2500 Terawattstunden. Davon sind ungefähr 650 Terawattstunden Strom. Und von diesem Strom, von diesem Elektrizitätssektor, haben wir irgendwas zwischen 250 und 300 Terawattstunden mittlerweile schon erneuerbar ausgebaut. Das ist eine tolle Leistung. Wir sind also im Stromsektor bis zu 50% teilweise, aber so auf jeden Fall 30-40% an guten Tagen fast immer mit erneuerbarem Strom schon unterwegs. Dann bleiben aber noch 2000 Terawattstunden übrig. Die müssen wir auch irgendwie abdecken. Und halten wir es für realistisch, dass wir den jetzigen Ausbau verzehnfachen, dass wir also von 250 Terawattstunden auf 2500 Terawattstunden kommen, allein mit erneuerbarem Strom aus Deutschland? Ich habe da meine Zweifel. Und deshalb werden wir ein Energieimportland bleiben und wir müssen diese Situation global denken und schauen, wo wir die erneuerbare Energie am günstigsten herstellen können und wie wir sie transportabel machen. Beim CO2 machen wir uns weniger Sorgen, auch wenn die großen Emittenten hier, das sind natürlich die Braunkohlekraftwerke hier bei uns und die Braunkohlekraftwerke in der Lausitz etc., die werden alle verschwinden. Aber wir haben unglaublich viele CO2-Quellen, die große Mengen CO2 bereitstellen, Zementindustrie, Biogasanlagen, andere chemische Prozesse etc. etc., Papierindustrie und so weiter. Da gibt es also eine ganze Menge. Und ultimativ, wie ich schon gesagt habe, wenn wir in Gegenden sind, wo keine Industrieanlagen zur Verfügung sind, wo wir CO2 abgreifen können, haben aber auf der anderen Seite genug erneuerbare Energie, dann können wir auch das CO2 aus der Luft zurückholen. Aber nur unter diesen Voraussetzungen macht es Sinn, dass wir nicht mehr in der Energie limitiert sind, sondern dass wir auf der Rohstoffseite limitiert sind. Ich habe gesagt, das Ganze ist ein globales Thema. Und wenn es Sie interessiert, ist hier unten mit angegeben, lesen Sie das Interview in der Zeitschrift Cicero mit meinem Kollegen Robert Schlöbi, der dort sehr pointierte Aussagen zu dieser Fragestellung macht, die ich aber auch teile und die sehr nachdenklich stimmen. Und da gibt aber auch positive Beispiele. Und das obere und das untere sind zwei solche positiven Beispiele, die eben verdeutlichen, dass das global lösbar scheint, das Problem, wenn auch schwierig. Das sind große Photovoltaikanlage bzw. unten Windkraft und die steht in Chile. Das heißt, plötzlich werden ganz andere Player weltweit diejenigen, die erneuerbare Energie liefern können. Nordafrika, Südamerika, auch Bereiche der Welt, die dadurch wirtschaftlich enorm profitieren könnten, wenn es in partnerschaftlicher Art und Weise entwickelt wird. Diese Photovoltaikanlage, diese große Photovoltaikanlage in Chile, China, chinesische Investoren, die dahinter stehen, die nehmen den Strom, elektrolysieren Wasser, machen Wasserstoff und nehmen dann Stickstoff und machen Ammoniak und transportieren den Ammoniak dorthin, wo sie ihn brauchen oder den Strom dann daraus wieder zurückgewinnen. Die untere Anlage, das ist Siemens und Porsche, die diese Anlage, Rouoni und andere Player noch mit dabei planen und betreiben. Die machen das Gleiche, Elektrolyse, Wasserstoff und dann wird mit CO2 kombiniert und dann wird insbesondere Methanol und, hergestellt als Plan und daraus dann letztendlich Kraftstoffe gemacht. Und das sind jetzt schon Anlagen, die haben eine Skalierung, die geht in die Größenordnung von World Scale, wo es anfängt relevant zu werden. Es ist immer noch kleine Prozentteile, aber es geht schon in die richtige Richtung. Lassen Sie uns kurz über Kraftstoffe sprechen, weil das waren die Hauptprodukte, die da jetzt auch entstanden sind. Wenn wir den Mobilitätssektor analysieren, dann haben wir drei Möglichkeiten, wie wir von der Nutzung fossiler Rohstoffe wegkommen. Primärenergie ist in allen drei Möglichkeiten der Strom, der erneuerbar hergestellte Elektrizität. Und das können wir natürlich in Batterien speichern und damit batteriebetriebene Fahrzeuge, also klassische Elektromobilität, klassische Elektroautos betreiben.
für viele Anwendungen eine tolle Lösung aus vielerlei Gründen. Super Autos, super effizient, wenige Emissionen, ganz tolle Sache. Zweite Möglichkeit, wir nehmen Wasserstoff, verdichten Wasserstoff und nehmen ein Auto oder ein Fahrzeug, das mit Brennstoffzellen betrieben wird. Auch eine tolle Technologie für bestimmte Anwendungen in bestimmten Bereichen, wo mit Brennstoffzellentechnik auch sehr gute Lösungen bereitgestellt werden können. Und die dritte Möglichkeit ist das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, Power to Liquid oder chemische Energiekonversion. Wasserstoff und CO2 oder andere C-Quellen werden zu flüssigen Kraftstoffen umgewandelt und die fahren wir mit einem klassischen, im Prinzip klassischen Verbrennungsmotor, mit einer Energiewandlungsmaschine, die eben auf einem Verbrennungsprozess beruht. Wir führen seit Jahren eine Diskussion, was ist denn jetzt besser? Das, oder soll man nicht lieber das machen, oder vielleicht wäre das hier das Richtige, und wie schaut es denn damit aus? Ich glaube, gerade an der RWTH Aachen haben wir immer argumentiert, das ist kein Entweder-Oder, das ist ein Sowohl-als-Auch. Wenn wir den Mobilitätssektor insgesamt anschauen, dann brauchen wir alle drei Lösungen. Spätestens beim Flugverkehr wird in absehbarer Zukunft, und da rede ich jetzt nicht über 10 oder 20 Jahre, sondern in sehr absehbarer Zukunft, nichts anderes funktionieren wie flüssige Wasserkraftstoffe. Auf der anderen Seite, wenn ich ein Auto täglich zur Arbeit fahre oder in München wohne und mir das jeden Abend irgendwo aufladen kann, dann ist ein elektrisch betriebenes Fahrzeug natürlich eine tolle Lösung. Das heißt, es kommt auf die Anwendung an, die wir hier haben. Und was immer diskutiert wird, ist der Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad ist hier oben viel höher, weil der Strom direkt genutzt wird in der Batterie und der Elektromotor hat einen höheren Wirkungsgrad. Und hier unten ist der Wirkungsgrad schlecht, weil erst sind zwei Umwandlungsschritte und der Verbrennungsmotor hat einen niedrigen Wirkungsgrad. Das ist aber irrelevant. Natürlich brauche ich mehr Primärenergie, um dieses System hier unten zu betreiben, als hier oben. Aber wenn ich mal akzeptiere, dass diese Primärenergie vielleicht in Chile anfällt und mein Auto aber in Deutschland fährt, dann ist es nicht mehr die Primärenergie, die der Faktor ist, sondern die Infrastruktur. Wie kriege ich denn die erneuerbare Energie in der Welt verteilt, dass sie dort hinkommt? Und nicht nur von Schleswig-Holstein nach Bayern, sondern von Chile nach Deutschland oder von Australien nach Amerika. Und dann sind flüssige Energieträger, die leicht zu transportieren sind und mit der bestehenden Infrastruktur transportieren sind, nicht die schlechteste von allen Lösungen. Jetzt müssen wir auch noch über Geld reden. Irgendwann mal ist es soweit. Ich bin ein großer Freund der Pink Floyd-Musik. Wir haben heute Abend noch Bandprobe hier am Institut. Ich muss mich beeilen, dass ich rechtzeitig fertig werde. Und also Money, it's a gas. Wir müssen auch mal über Money reden. Denn die erneuerbaren Kraftstoffe oder generell die synthetischen Kraftstoffe haben auch den, sozusagen den Ruf, dass sie extrem teuer sind. Und dass man sie nicht einführen kann, weil das nichts wird. Das 5 Euro pro Liter in der Herstellungskosten oder vielleicht sogar 6 oder 7 Euro pro Liter Herstellungskosten kann man nicht machen, kann man nicht tolerieren. Jetzt machen Sie mir vielleicht mit mir mal ein Gedankenexperiment. Wenn an dem richtigen Standort, so wie in Chile, und die Technologieentwicklung da ist, dann kann der Preis auch 1 Euro pro Liter sein. Aktuell nicht. Aktuell sind wir bei 5 Euro pro Liter, aber die Trajektorie und alle Studien zeigen, dass 1 Euro pro Liter Herstellung ist nicht aus der Welt, kann man erreichen. Aber starten wir ruhig mal mit 5 Euro pro Liter. Sagen wir, heute kostet das 5 Euro pro Liter. Die Herstellung. Die Herstellung interessiert uns nicht. Uns interessiert der Preis an der Tankstelle. Was muss ich bezahlen, um mein Auto mit Benzin füllen zu können? Und wenn wir den Preis analysieren, das ist jetzt vor Ukraine 2021, dann waren die Herstellungskosten roundabout, geht nicht genau, 50 Cent. Da ist mir nicht fest, ob das 42 oder 53 sind, spielt für meine Rechnung keine Rolle. 50 Cent pro Liter Herstellungskosten. 1 Euro sind Steuern, Abgaben, der Tankwart will was verdienen, die Tankstelle will was verdienen. 1 Euro sind andere Kosten, die drinstecken. Und E10 und Diesel, letztes Jahr im Herbst hat es ungefähr 1,50 Euro gekostet. Jetzt machen wir mal nur 10% unseres Treibstoffverbrauchs CO2-neutral. Das wäre eine Riesenzahl.
Zahl. Das wären 4,5 Millionen Elektroautos. Da sind wir noch weit davon entfernt. 10% durch erneuerbaren Kraftstoff. Was passiert dann mit dem Preis an der Tankstelle? Dann geht es entsprechend runter, weil wir nur noch 90% von dem brauchen. 10% von dem teuren, sündhaft teuren 5 Euro pro Liter synthetischen Kraftstoff kommt dazu. Steuern bleiben gleich. Der Staat verdient das Gleiche an dem Kraftstoff, an jedem Liter, den er verkauft. Der Preis geht auf 1,96 Euro hoch. Das ist eine Menge, aber das halten wir aus. Das haben wir jetzt auch ausgehalten. Das tut weh, aber unmöglich ist es nicht. Und die Mengen, die 10% Kraftstoff für Deutschland wären, sind auch nicht völlig abgehoben. Das ist nicht etwas, was man nicht in einigen Jahren erreichen könnte. Und wenn wir es ganz weiter denken und sagen, wir haben das so toll, dass die Herstellungskosten nur noch 1 Euro pro Liter sind, und das ist realistisch, und die Steuern und Abgaben sind auch immer noch gleich, der Staat verdient immer noch das Gleiche an jedem Liter, den ich tanke an der Tankstelle, dann wären wir bei 2 Euro an der Stelle, wenn die Technologie so vorangeht. Klingt für mich nicht völlig aussichtslos, dass sowas auch ein denkbarer Weg wäre. So, genug der Vorrede. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, ob es auch wirklich Technologien gibt, die das leisten können, die solche synthetischen Kraftstoffe auch herstellen können. Und der bekannteste Prozess dazu ist der Fischer-Tropsch-Prozess. Die beiden Herren hier oben, Franz Fischer und Hans Tropsch, die haben den erfunden und entwickelt. Am Nachbarinstitut, am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung haben die gearbeitet. Das sind Proben, Originalproben aus dem Fischer-Tropsch-Prozess. Kogasin, Kohle, Gas, Benzin, haben sie es genannt, weil das aus Kohle damals über Gas gemacht. Kohle wurde erst vergast und dann zu Benzin umgewandelt. Darum heißt es Kogasin. Da sind drüben in der Kohlenforschung stehen noch ein paar Originalproben rum. Da habe ich die Fotos gemacht davon. Und diese Technologie, die Fischer-Tropsch-Technologie, wird auch heute noch im großen Maßstab genutzt, ausgehend von Erdgas insbesondere und von Erdöl, schweren Erdölfraktionen, die anders nicht verwertbar sind, und von Kohle in Südafrika lange Zeit wegen der Apartheid, aber mittlerweile auch in anderen Gegenden der Welt, zum Beispiel in Katar, und zwar in erheblichem großen Maßstab. Das ist also eine Technologie, die tatsächlich skalierbar ist, sodass sie Mengen produziert, die im Mobilitätssektor signifikant sind. Was fehlt, ist die Schnittstelle dieser Technologie zu den Erneuerbaren. Und die ist tatsächlich schwierig, die zu skalieren. Und deshalb gibt es auch andere Konzepte und Ideen. Eins aus dem Copernicus-Projekt hier zum Beispiel sind solche integrierten Module. Die Firma Ineratec und das Forschungszentrum in Karlsruhe sind da sehr aktiv. Die haben also alles in einen Container gebaut. Hier vorne ist die Direct Air Capture Unit. Da wird das CO2 aus der Luft geholt. Dann kommt ein Hochtemperatur-Elektrolyseur, der macht Synthesegas aus CO2 und Wasserdampf. Dann kommt die Fischer-Tropsch-Einheit und dann kommt noch ein bisschen Hydrotreating obendrauf, damit dann am Ende tatsächlich Diesel, Benzin oder Kerosin wahlweise rauskommt. Und diese Module sollen eine eher regionale Versorgung, natürlich eine lokale oder regionale Versorgung ermöglichen. Die sind nicht gedacht, dass die in diese Riesenskala kommen, aber auch das ist ein interessanter Ansatz, den wir auch in der dritten Phase von Copernicus weiterverfolgen wollen. Und in Zusammenarbeit, insbesondere im Hinblick auf Kerosin, denen die Möglichkeit geben, das weiterzuentwickeln. Wir sind da nicht direkt mit unserer Forschung beteiligt, sondern über die Koordination des Copernicus-Projekts. Und die Partner, die da drin sind, sind auch an solchen Aktivitäten, wie zum Beispiel hier in Norwegen, beteiligt, wo größere Mengen an solchen synthetischen Kraftstoffen erzeugt werden. Was macht denn jetzt das Fuel Science Center, wenn es das Fischer-Tropsch, wenn es den Fischer-Tropsch-Prozess schon gibt? Muss denn dann das Fuel Science Center noch an solchen Dingen überhaupt forschen momentan? Ja, unbedingt. Denn mit dem Fischer-Tropsch-Prozess machen wir erstmal nur die Kraftstoffe, die wir auch heute schon haben. Das heißt, wir erhalten uns alle anderen Probleme, die mit der Nutzung von Kraftstoffen im Auto verknüpft sind. Emissionen, Schadstoffemissionen etc. etc. Also wir haben jetzt hier nicht, ist nicht alles grün gewaschen sofort, wenn wir nur das CO2 da reinpacken. Wir haben ja auch noch andere Punkte. Und die Frage ist, können wir nicht zum Beispiel den Wirkungsgrad des Motors deutlich erhöhen, dass die Gesamteffizienz besser wird? Können wir die Schadstoffemissionen adressieren, damit auch das besser wird? Und das bezeichnen wir als adaptive Umwandlungssysteme.
adaptiv zu unterschiedlichen Gegebenheiten, regional, saisonal, sodass die Produktionsseite, welche Kraftstoffe wir denn herstellen und die motorische Entwicklung, wie diese Kraftstoffe dann auch in der Energieumwandlung, in der Rückumwandlung der Energie genutzt werden können, eng miteinander verzahnt werden und eng miteinander kooperieren und sich gegenseitig Informationen zuspielen und immer wieder Herausforderungen an die jeweilige andere Seite sozusagen geben. Und wir bezeichnen das als Biohybrid Fuels, weil eben Biomasse und CO2 gemeinsam als mögliche Kohlenstoffquellen hier reinkommen. Ich gebe Ihnen nur ein einziges Beispiel aus dem Ganzen. Ich will auch gar nicht auf die unterschiedlichen wissenschaftlichen Fragestellungen im Detail eingehen, nur um Ihnen zu zeigen, die gibt es. Und was das Spannende daran ist, ist, dass es über die beiden Bereiche Herstellung und Verbrennung gibt es Gemeinsamkeiten. Die haben beide eine molekulare Basis. Wir müssen die Moleküle herstellen. Bei der Verbrennung werden die Bindungen wieder aufgebrochen. Da sind auch molekulare Prozesse mit drin. Die Verbrennungsmechanismen muss man molekular verstehen. Es gibt eine Skala auf dem Device, wie baut man so eine Anlage, wie baut man einen Reaktor, der aus CO2 und Wasserstoff Synthesegas macht und was ist die Geometrie und wie baut man einen Motor, in dem die maximal optimale Vermischung von Luft und Benzin ist, damit es optimal verbrennt und wie ist die Vermischung von CO2 und Wasserstoff, damit die optimal miteinander reagieren. Da gibt es wieder methodische und wissenschaftliche Ähnlichkeiten. Und auf dem Systemlevel natürlich dann ist die Frage, wo liegt das Optimum von Herstellung und Nutzung? Und deshalb haben wir da sozusagen eine gewisse Konsistenz in den wissenschaftlichen Fragestellungen, trotz der sehr unterschiedlichen Anwendungsfelder. Auch das, schauen Sie gar nicht hin auf die Folie. Die soll Ihnen nur zeigen, ich habe im Eingangs erzählt, Chemiker denken in Molekülen. Warum sind lauter so Molekülstrukturen? Und was jetzt passiert in dem Exzellenzcluster ist, dass gemeinsam mit den Kollegen aus den verbrennungsmotorischen Techniken und mit Simulation und Modellierung versucht wird zu sagen, was wären denn Molekülstrukturen, die als Kraftstoffe und Kraftstoffadditive gut geeignet wären. Und wir überlegen uns, das sollten natürlich Molekülstrukturen sein, die wir aus CO2 und Wasserstoff und Biomasse herstellen können. Und in diesem Prozess kommt es zusammen und dann wählt man welche aus und sagt, na, die schauen besonders interessant aus. Könnt ihr die herstellen? Die könnten toll verbrennen. Oder wir sagen, das könnte man ganz leicht herstellen. Was ist denn da mit den Verbrennungseigenschaften? Wären das interessante Targets? Und so arbeiten wir da durch. Und jetzt greife ich nur mal ein Beispiel raus. Den Fischer-Tropsch-Prozess haben wir schon gesehen. Da gehen wir also von CO2 und Biomasse und wie auch immer aus, machen erstmal Synthesegas und dann den Fischer-Tropsch-Prozess, dann kriegen wir Diesel, klassisches Diesel raus. Und Diesel hat halt in der Verbrennung NOx-Emissionen, Partikelemissionen, CO2-Emissionen, das sind all die grauen Balken hier. Und wenn man jetzt diesem Diesel gewisse Mengen eines solchen Alkohols zugibt, hier ist OH hinten dran, der Rest ist wieder alles Kohlenstoff, CH3, CH2, CH2, jede dieser Ecke ist ein Kohlenstoffatom und ein bisschen OH ist da hinten dran, dann sehen Sie, dass zum Beispiel die Partikelemission sofort drastisch nach unten geht. Die Verbrennung wird auch etwas besser, wir haben etwas weniger CO2-Footprint, aber insbesondere die Partikelemission wird besser, ohne dass wir am Motor in der Energiegewinnung Abstriche machen müssen. Und das sind Arbeiten von Stefan Pischinger und seinen Kollegen am VKA, die wirklich in Motorentests das eben dann auch nachgewiesen haben, nachdem er erst kleine Labortests gefahren hat. Und wir haben jetzt zurückgespielt bekommen, könnt ihr denn ähnlich wie bei einem Fischer-Tropsch-Prozess ein Diesel-Fuel, ein redesigntes Diesel-Fuel, ein Ready-Fuel machen, das nicht nur Kohlenwasserstoffe enthält, sondern es auch einige solche Alkohole einen gewissen Anteil, 20-30% von diesen Alkoholen enthält, sodass wir gleich wieder in einem Schritt vom Synthesegas zu dem neuen Kraftstoff kämen, der dann die besseren Verbrennungseigenschaften hat. Das war dann ein EU-Projekt, Ready Fuel, wo Partner aus dem Exzellenzcluster heraus sich mit anderen Partnern zusammengeschlossen haben. Und tatsächlich ist uns das dann auch jetzt vor kurzem gelungen, in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen hier am MPI, dass wir einen modifizierten Fischer-Tropsch-Prozess zeigen können. Das ist ganz hot from the press, das ist also gerade jetzt in der angewandten Chemie online erschienen und dann hohe Mengen, große Mengen an Alkoholen
in diesem Einschrittprozess erzeugen kann, indem man zwei ganz unterschiedliche Katalysatoren miteinander kombiniert. Der eine baut die Ketten auf und der andere baut die OH-Gruppe am Ende hinten dran. Und dann kann man solche bisher nicht möglichen Selektivitäten zugunsten dieser OH-Gruppen im Produktgemisch erreichen. So, das war die Geschichte zu den Fuels. Jetzt bin ich mit den Fuels sozusagen am Ende. Jetzt kommen wir zur Chemie noch ein bisschen. Und die chemische Wertschöpfungskette habe ich immer schon in den Vorlesungen, technischen Chemievorlesungen, gerne als Baum dargestellt. Da bin ich nicht der Erste, der das macht. Das hat auch schon Willy Keim und da gibt es viele schöne. Die Engländer nennen das den Chemistry. Natürlich ganz nett, da ist der Chemistry, hat diese Baumstruktur. Und heute schaut die eben so aus, wir stecken Erdöl rein, 80% davon, Entschuldigung, 4:1 ist das Verhältnis, ein Teil wird ja auch verbrannt für Energie, also nicht 80% des Erdöls geht in Kraftstoffe, aber 4:1 relativ zur Chemie, weil auch um die Kraftstoffe herzustellen aus Erdöl, sind ja schon Chemieprozesse notwendig in der Raffinerie, da geht das meiste rein und der Rest geht hier oben durch. Und am Ende wahrscheinlich Ihr T-Shirt, das Sie jetzt anhaben, Ihr Polstermöbel, auf dem Sie sitzen, Ihr Bücherregal, Beschichtung, die Lackierung davon. Sie können sich mal in Ihrem Zimmer, wo Sie jetzt gerade sind, umschauen und sagen, jetzt nehme ich alles raus, was irgendwie mal von der Chemieindustrie produziert worden ist, was mich umgibt. Da bleibt nicht mehr allzu viel übrig anschließend. Und alles, was da oben steht, kommt durch diese Wertschöpfungskette. Das Erdöl wird in der Raffinerie, in der chemischen, in der petrochemischen Raffinerie, zu ganz wenigen Grundchemikalien umgewandelt. Nur weniger als ein Dutzend, weniger als 10. Ethylen, Propylen, ein bisschen C4, Benzol, Toluol, Xylol macht 6. Synthesegas war schon ziemlich. Ein bisschen noch. Dann sind wir durch. Das ist das Erste, was wir kriegen nach der ersten großen Raffinerie. Dann kommen die wichtigen Zwischenprodukte. Methanol ist so zwischen da, Methanol ist da mit drin, Essigsäure und so weiter. Und das sind auch nochmal so einige, aber auch nicht mehr als vielleicht 3 Dutzend, 4 Dutzend wichtige Zwischenprodukte. Und dann werden über 100.000 Endprodukte draus gemacht und durch verschiedene Verknüpfungen dieser Bausteine. Wir wollen vom Erdöl weg. Haben wir gesehen. Wir können CO2 und Wasserstoff machen, um Kraftstoffe zu machen. Wie viel das da noch ist, das wird weniger sein, weil wir die Batterieautos haben, die Wasserstoffautos. Das wird sicher weniger sein, aber wir werden es immer noch brauchen. Und wir können dann natürlich auch mit diesen Kohlenwasserstoffen theoretisch in eine Raffinerie rein und das einfach wieder da durchziehen. Was wir aber auch machen können, was fast noch eleganter ist, ist, dass wir CO2 und Wasserstoff direkt in die Wertschöpfungskette immer wieder einspeisen. Da, wo wir den Kohlenstoff brauchen in seiner Form. Da sind wir wieder bei der Green Chemistry. CO2 ist einer der verträglichsten chemischen Bausteine, die wir haben. Das ist nicht akut toxisch, es ist nicht korrosiv, es ist leicht zu handhaben. Es ist was anderes wie Phosgen oder wie Kohlenmonoxid oder sowas, ist sehr viel leichter handhabbar. Und damit können wir natürlich auch die Umwandlungsschritte hier deutlich verbessern unter Umständen. Also nicht nur den Input verändern, sondern auch die Wege verändern und auch die Produkte verändern. Wir können ja auch bessere Kunststoffe machen, die besser rezyklisierbar sind als die heutigen zum Beispiel. Wir können vielleicht bessere Pharmazeutika machen, die leichter abbaubar sind und so weiter und so weiter. Also wir können auch natürlich die Produkte nochmal in Frage stellen. Fangen wir mit den Grundchemikalien an. Kann man Methanol herstellen über Power-to-X? Power to Methanol? Ja, das kann man machen. Man kann Methanol herstellen aus CO2 und Wasserstoff. Schadet nichts, wenn ein bisschen CO mit drin ist in der Mischung. Und es gibt wiederum einen Aachener Vertreter, der diese Idee schon in den 80er Jahren propagiert hat. Das war der Fritz Asinger, der Vorgänger von Willy Keim und der Vorvorgänger von mir auf dem Lehrstuhl für Technische Chemie und Petrolchemie, der das Buch geschrieben hat, Methanol, Chemie und Energierohstoff. Und er hat schon propagiert, Methanol ist eigentlich ideal geeignet, um aus CO2 hergestellt zu werden. Damals war die Welt noch eine andere. Da war das CO2 aus der Kohleverbrennung
Und der Wasserstoff wäre aus der Kernenergie über Kernenergie kohlenstofffrei hergestellt worden. Aber die Grundidee war da schon formuliert. Und der amerikanische Nobelpreisträger George Ohler hat später ein Buch geschrieben, das nannte er The Methanol Economy, die Methanolwirtschaft, und hat dann natürlich die Erneuerbaren schon ins Spiel mit reingebracht und hat eben argumentiert, Methanol ist eine ideale Schnittstelle, weil man Methanol zu Kraftstoffen umwandeln kann, aber auch in der Chemie benötigt. Auch hier eine skalierbare Technologie, klassische Methanolsynthese aus fossilen Rohstoffen, hat man auf Megatonnen Fabriken eine Megamethanol plant, macht also 1 Million Tonnen Methanol pro Jahr. Und es gibt auch schon Aktivitäten weltweit, CO2 und Wasserstoff Methanol zu machen. Das eine in Chile hatte ich Ihnen gezeigt, das ist eine sehr große Aktivität. Dann gibt es eine Firma, die schon seit einigen Jahren Methanol aus CO2 produziert, Carbon Recycling International in Island. Kein Wunder, dass die in Island sind, die haben viel kohlenstofffreie Energie über ihre Geothermie dort vor Ort. Und die haben jetzt in China gerade vor kurzem angekündigt, dass sie eine Anlage in Betrieb genommen haben, die schon deutlich größer ist. Und wenn ich hier aus dem Fenster blicke in Mülheim an der Ruhr, dann sehe ich am Horizont, nicht weit von mir, das Stahlwerk von ThyssenKrupp stehen. Und dort gibt es eine Pilotanlage und da gibt es ein Projekt, das heißt Carbon to Chem. Da werden die Hüttengase des Stahlwerks genommen und aus diesen Hüttengasen durch Einspeisung von zusätzlichem Wasserstoff, der aus grüner Energie natürlich entsteht, wird dort auch Methanol als eines der wesentlichen Produkte erzeugt. Das war eine riesen Forschungsaufgabe, das zu demonstrieren, denn Sie können sich vorstellen, was an Hüttengasen aus einem Stahlkraftwerk rauskommt, ist jetzt nicht unbedingt nur CO2 und Wasserstoff. Und der Katalysator, der die beiden dann zusammenbringt, der hat noch ein paar Herausforderungen zu überstehen. Aber das ist sehr erfolgreich gelungen und es hat viel Interesse auch weltweit, dass diese Technologie weiter genutzt und weiter hochskaliert wird. Methanol ist das eine, können wir gut machen. Jetzt denke ich noch mal als Chemiker, Sie sehen all diese chemischen Strukturen, können Sie gleich wieder vergessen, da sind jeweils Produkte dahinter. Das ist das, was Sie kaufen, Waschmittel, Farben, Lacke und so weiter. Als Chemiker schaut man drauf und sagt, was ist denn da drin? Vielleicht ein Alkohol oder eine Säure oder ein Ester oder ein Amin. Und da sind dann solche Gruppen dran. Und was wir uns zum Ziel gesetzt haben in unserer Forschung ist, dass wir diese Gruppen analysieren und dann sagen, wir brauchen einen Syntheseweg, wie man diese Stoffe aus CO2 und Wasserstoff herstellt. Das ist unser Ziel. Statt aus Erdgas und aus Erdöl können wir diese aufbauen aus CO2 und Wasserstoff. Und alles, was hier auf dieser Palette draufsteht, ist mittlerweile schon gezeigt. Nicht nur von uns, auch von anderen Gruppen in der Welt, sind all diese Reaktionen gehen mittlerweile. Vor 10 Jahren hat es noch nicht alle gegeben, da waren Sie sicher einige dabei, die erst neu entstanden sind. Und Sie sehen immer, der Kohlenstoff, der grüne, kommt aus dem CO2, der Wasserstoff kommt hier aus dem roten Wasserstoff. Und das ist in der Chemie, in der Katalyseforschung momentan ein sehr intensives Feld, das bearbeitet wird. Wie kann man Wasserstoff und CO2 als Bausteine nutzen, um nicht nur Methanol zu machen oder Fischer-Tropsch zu machen, sondern eben auch um komplexere chemische Moleküle aufzubauen, die irgendwelche Anwendungen haben in Produkten, die wir in unserem täglichen Leben brauchen und nicht vermissen wollen. Ein Beispiel von etwas, das nach diesem Konzept entwickelt worden ist, aber das Labor jetzt schon verlassen hat und schon auf einem größeren Maßstab angeschaut wird. Und wie immer in meinem Vortrag gehen wir vom Produkt aus und sagen, was wollen wir denn eigentlich machen? Was ist denn ein wertvolles Produkt, das wir gut brauchen können? Und Kunststoffe, Plastik, Polymere sind natürlich bei allen Problemen, die sie mit sich bringen, weil wir sie nicht richtig recyceln, aber sie sind erstmal sehr wertvoll für uns. Wir brauchen sie an vielen Stellen. Und eine wichtige Kunststoffklasse sind die sogenannten Polyurethane, Polyurethan-Schaumstoffe. Sagt Ihnen jetzt vielleicht nicht gleich was, aber Sie sitzen vermutlich gerade drauf. Das Kissen auf Ihrem Schreibtischstuhl, der Schaum, der da ist, oder Ihre Matratze, auf der Sie nachts schlafen, oder Ihr Kissen auf dem Sofa zu Hause, die Couch, das ist vermutlich alles Polyurethan-Weichschaum, Schaumstoff.
das Autositz, ob es elektrisch ist oder nicht, der Sitz in Ihrem Auto ist mit großer Wahrscheinlichkeit aus Polyurethan. Der Himmel im Auto, die Abdeckung hinten, die Hutabdeckung, ist alles Polyurethan. Viele Sportartikel, Dämmmaterialien für Häuser, großes Thema, weil das natürlich auch wieder Energie spart. Alles Polyurethan-Schaum. Ja. Für einen Chemiker, der sagt, super, Schaummaterial, da sind die Moleküle, da drin sind die Löcher, die interessieren uns nicht, uns interessiert das Material, das besteht wieder aus Molekülen. Und diese Moleküle führen wir zurück und sagen uns, das sind zwei Bausteine, wir haben uns auf diesen oberen Baustein konzentriert, die beiden werden miteinander verknüpft, dann wird so eine Kette draus, das ist dann das Polyurethan. Wir haben uns den oberen Baustein angeschaut und wenn man den genau chemisch sich vor Augen führt, dann wird der ursprünglich aus Erdöl gemacht, über dieses komische dreieckige Molekül hier ein sogenanntes Epoxid. Und so macht heute, das ist die Wertschöpfungskette, so wird heute Polyurethan hergestellt. Und jetzt so ein dreieckiges Molekül, das ist hochenergetisch, ähnlich wie der Wasserstoff, weil das so gespannt ist, so dreieckig ist, hat das viel Energie. Und jetzt gab es einige Leute auf der Welt, die sich gedacht haben, das müsste doch eigentlich auch gehen, dass man dieses hochenergetische Molekül mit CO2 zusammenbringt und dann dieses Baustein aufbaut, diese Kette aufbaut, indem ein Teil des Kohlenstoffs und ein Teil des Sauerstoffs nicht mehr aus dem erdölbasierten Epoxid sogenannten stammt, sondern aus dem CO2 stammt. Ich mache also eine Tonne Produkt, brauche aber nicht mehr eine Tonne erdölbasierten Rohstoff, sondern brauche eine Tonne minus X und X ist CO2. Gewinne ich auf zwei Art und Weisen. Das CO2 ist vernünftig genutzt und das Erdöl bleibt im Boden, wo es eigentlich hingehört und wird nicht rausgeholt. Und das war die Kooperation mit der Firma Covestro, wo an der RWTH Aachen ein gemeinsames Forschungszentrum gegründet wurde, ein, so kann man sagen, Joint Venture, ein gemeinsames Forschungszentrum, das CAT Catalytic Center an unserem Institut an der RWTH Aachen, betrieben von der Uni gemeinsam mit der Firma Covestro. Und das war eine der Grundfragestellungen, die wir uns als Forschungsfrage für dieses Zentrum herangegriffen haben. Die sogenannten Dream Reactions. Was würde denn das Unternehmen gerne haben, wenn wir es denn machen, wenn es denn möglich wäre, das zu tun? Und eine solche Dream Reaction war, wir würden gerne aus CO2 Kunststoffe machen. In dieser Zusammenarbeit ist es tatsächlich geglückt, einen Katalysator, der bei Covestro bekannt war und genutzt wird, so weit zu modifizieren, dass er in der Lage ist, CO2 in diese Kette einzubauen. Und da hat es vorher auch schon Katalysatoren gegeben, die das konnten. Das Wichtige war, das Entscheidende war, genau so viel CO2 einzubauen, dass das Produkt, das hinterher rauskommt, für diese ganzen Anwendungen nutzbar wird. Viele Wissenschaftler auf der ganzen Welt, einige Wissenschaftler, haben diese Reaktion zwischen Epoxiden und CO2 studiert und die wollten, dass möglichst viel CO2 drin ist. Immer genau 1, 2, 1, 2, also Erdöl, CO2, Erdöl, CO2, das wäre das Maximum. 50% könnte man in die Kette einbauen. Immer abwechselnd A, B, A, B, A, B. Ja, hat Covestro zu uns gesagt, das ist ja schön, aber das Polyol, das da rauskommt, kann man zu nichts brauchen. Da kann man keinen Schaumstoff draus machen. Das will niemand, wird niemand kaufen wollen. Das heißt, wir mussten den Katalysator gemeinsam mit den Partnern so optimieren und den Prozess, dass genau so viel CO2 eingebaut wird, dass das Produkt dann auch noch nutzbar wird. Also möglichst viel, aber auch genau möglichst so viel, dass auch noch ein nutzbares Produkt rauskommt. Das ist dann gelungen und die Technologie, zeige ich Ihnen gleich, ist bei Covestro hochskaliert worden. Und was André Bardo und Niklas van der Assen in ihrer Lebenszyklenanalyse gezeigt haben, ist, dass genau die Menge an CO2, die da eingebaut wird, ungefähr, nicht ganz exakt, aber genau die Menge an CO2 auch zur Reduktion des Kohlenstofffußabdrucks führt, weil dieses CO2 im Boden bleibt, dieses Erdöl im Boden bleibt, nicht weil das CO2 da drin steckt, sondern weil kein Erdöl mehr verbraucht wird. Und dass das auch 10 weitere Umweltauswirkungen der Herstellung verbessert, weil man von der erdölbasierten Wertschöpfungskette wegkommt. Also es ist nicht so, dass
die Nutzung von CO2 stattdessen dann vielleicht die Ozonschicht schädigt oder zur Eutrophierung der Gewässer führt. Im Gegenteil, das wird alles besser, weil CO2 eben auch ein sehr unbedenklicher Rohstoff ist. Also, das hat soweit ganz gut funktioniert. Und Covestro betreibt mittlerweile eine Anlage, die 5000 Tonnen pro Jahr von diesem Material produziert, haben dem einen Handelsnamen gegeben, Cadion, und haben verschiedene Partner, die jetzt dieses Polyol und die daraus entstehenden Polyurethane testen für unterschiedliche Anwendungen. In Krefeld gibt es einen Hockeyplatz, wo das verwendet worden ist für die und mehrere Sportplätze weltweit, aber das war einer, wo das getestet worden ist. Foampartner in der Schweiz macht Autobestandteile aus diesen Materialien. Purin macht Dämmstoffe, die testen das aus. Da wird man also sehen, wie weit das sich weiterentwickeln wird, ob das aus diesem Maßstab dann auch tatsächlich in eine große Anwendung im globalen Maßstab kommen wird. Das wird sehr viel davon abhängen, wie eben diese Produkte sich auch weiterentwickeln. Aber wir haben schon mal ein schönes Erlebnis gehabt, denn wir wurden vom Bundespräsidenten nach Berlin eingeladen, weil diese Technologie 2019, und das war noch vor Lockdown und vor der Pandemie, da haben wir Glück gehabt, mal ausnahmsweise, wurde das für den Deutschen Zukunftspreis nominiert unter die drei Finalisten. Es hat zwar nicht zum ersten Platz gereicht, aber wir haben trotzdem eine sehr schöne Veranstaltung in Berlin genossen und hatten die Möglichkeit, unserem Bundespräsidenten auch mal in persona zu berichten, dass man mit CO2 auch was Vernünftiges anfangen kann. Das war also wirklich, glaube ich, auch für die Öffentlichkeit, dass Chemie nicht immer schlecht ist, sondern auch was Positives beiträgt, für uns eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Ich habe ganz viel über Katalysatoren gesprochen. Die letzten 10 Minuten in meinem Vortrag, knapp 10 Minuten in meinem Vortrag, nicht mal 5 Minuten nutze ich noch, um ein bisschen zu erklären, was denn ein Katalysator eigentlich ist. Weil die ganze Zeit habe ich gesagt, für diese CO2- und Wasserstoffnutzung, wir brauchen Katalysatoren. Was ist denn überhaupt ein Katalysator? Ein Enzym ist das Gleiche. Das ist nur das, dass wir die Katalysatoren in biologischen Systemen nennen wir die Enzyme. Aber die Wirkung ist die gleiche. Und was machen die? Die tauchen hinterher nicht auf in dem Produkt. Die sind dann nicht irgendwie mit drin meistens oder nicht großartig. Aber sie setzen die Geschehnisse in Gang. So hat der Robert Musil das sehr schön beschrieben. Und es ist ein schwieriges und hochaktuelles Wissenschaftsgebiet. Auf der Katalyseforschung gab es immer wieder Nobelpreise, die in der Chemie speziell für die Katalyse oder katalyserelevante Themen vergeben worden sind. Und das sind nur die Nobelpreisträger, die hier aufgeführt sind, die in Deutschland geforscht haben oder deutsche Nationalität gehabt haben. Also es sind nur die deutschen Nobelpreisträger, die was mit Chemie mit Katalyse zu tun haben. Da gibt es noch viele andere aus aller Herren Länder. Aber das zeigt Ihnen einfach, zwischen 1900 und 2020 hat es immer wieder Nobelpreise gegeben für dieses Prinzip der Katalyse und ihr Verständnis und ihre Anwendung. Und Ben List hier am Nachbarinstitut, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, ist gerade der Letzte in dieser Reihe, der das für die sogenannte Organokatalyse diesen Preis bekommen hat. Also das ist ein... Und was macht das? Was passiert da? Ja, wenn wir zwei Partner zusammenbringen, wie zum Beispiel Wasserstoff und CO2, dann ist es sehr häufig so, dass vielleicht erstmal gar nichts passiert. CO2 und Wasserstoff können sie mischen. Das können sie jahrelang stehen lassen, diese Mischung. Da wird kein einziges Molekül Methanol entstehen. Die Energiebarriere, dass der Wasserstoff aufgebrochen wird und mit dem CO2 reagiert und dann letztendlich Methanol rauskommt, die ist so hoch. Über diesen Energieberg kommen diese beiden Partner nie drüber hinweg. Obwohl es thermodynamisch möglich wäre, weil der Wasserstoff so viel Energie mitbringt, dass er das CO2 da mitzieht zum Methanol. Aber die Reaktion läuft unendlich langsam, unmessbar langsam ab. Und was der Katalysator jetzt macht, der zeigt diesen beiden Molekülen oder diesen Molekülsorten einen Weg auf, wie sie zueinander kommen können, aber auf deutlich niedrigerem Energieniveau. Die müssen nicht mehr über diesen großen Berg drüber,
sondern die haben jetzt einen anderen Weg, da werden andere Pfade aufgemacht und dabei treffen die sich und dann können sie eine Partnerschaft eingehen, die hoffentlich ein Leben lang hält. Also insofern sind die Katalysatoren sowas wie Heiratsvermittler für Moleküle, die zeigen denen, wie sie zusammenkommen können und wie sie sich verbinden können und senken die Aktivierungsenergie. Das ist der wissenschaftlich korrekte Ausdruck. Die zeigen einen anderen Reaktionsmechanismus auf, der eine deutlich niedrige Aktivierungsenergie aufweist. Und dann funktioniert das. So stellen wir uns nicht nur vor, sondern so wissen wir sehr genau, wie Wasserstoff und CO2 zum Methanol reagiert. An festen Katalysatoren, sehr kompliziert. Und mittlerweile kann die Chemie diese Katalysatoren auf atomarer Ebene auflösen. Diese einzelnen Punkte sind tatsächlich Atome auf einer Oberfläche, wo diese Reaktionen ablaufen. Und bei den molekularen Katalysatoren können wir durch Kristallstrukturanalyse und durch Spektroskopie ebenfalls genau aufklären, wie das Metall, das hier pink dargestellte Ruthenium, umgeben ist von seinem anderen Koordinationspartnern, in welcher Umgebung das steckt und wie das dann das CO2 und den Wasserstoff zusammenbringt. Und das Faszinierende ist, weil das eigentlich zwei sehr unterschiedliche Disziplinen sind, die Katalyse mit festen Materialien und die Katalyse mit Molekülen, dass eigentlich die Reaktionsmechanismen, was da abläuft, dass die sehr, sehr ähnlich sind, dass ähnliche Intermediate durchlaufen sind, dass da eigentlich mehr Gemeinsamkeiten herrschen, als man vielleicht gemeinhin so gedacht hat. Und das ist etwas, was hier an unserem Institut sehr intensiv betrieben wird, dass wir diese Brücken zwischen den Katalysatordisziplinen der heterogenen Katalyse an Feststoffen, an Grenzflächen, der molekularen Katalyse in Lösung und der biologischen Katalyse, wie die Natur das macht mit den Enzymen, dass wir diese Disziplinen zusammenführen und die Gemeinsamkeiten herausarbeiten wollen, wie das funktioniert. Eine letzte Thematik, die uns da interessiert, was wir da daraus lernen wollen, wo wir hinkommen wollen, wenn wir das so verstehen, unter anderem, unter vielen anderen Aspekten, ist einer, dass häufig diese Metalle, die da eingesetzt werden, also anders als der Ben List in seiner Chemie, mit der Organokatalyse, brauchen wir für diese Wasserstoffaktivierungen und diese kleinen Moleküle und die Energiekonversionsthemen eigentlich immer Metalle, fast immer Metalle, eigentlich aus, immer Metalle, dass das häufig heute Metalle, die hier so rot eingekreist sind, aus den Edelmetalle, Platinmetalle sind, Ruthenium, Rhodium, Iridium, Platinum, Palladium, die extrem teuer sind, die nur in begrenzten Mengen verfügbar sind und deren Gewinnung sehr viel Energie und sehr viele Ressourcen verschlingt. Und eigentlich wäre es ja schön, wenn wir so wie die Natur im Photosystem 2, in der Photosynthese zum Beispiel, das mit Mangan machen könnten oder mit Eisen oder mit Nickel, einfach mit billigen Metallen, die natürlich verfügbar sind, in großen Mengen uns zur Verfügung stehen, die auch zumindest für Mangan und Eisen biokompatibel sind, das heißt auch, die ansonsten grüne Metalle sozusagen sind, also wieder der Aspekt der Green Chemistry. Und darin forschen wir, dass wir unser Wissen aus den Edelmetallen übertragen auf die Metalle, die Übergangsmetalle wie Mangan und Eisen und diese dann entsprechend daraus lernen von dem, was wir schon kennen, aus den toll, gut funktionierenden Metallen und das übertragen, damit die anderen die gleiche Effizienz erreichen in der Technologie. Das ist ein Aspekt, gibt viele andere, aber das ist einer, den ich heute mit Ihnen teilen wollte. Jetzt bin ich auch am Ende, ein bisschen bin ich über die Zeit geschossen. Das ist also Power to X und Green Chemistry nochmal in a nutshell kurz zusammengefasst. Wenn Sie mehr zu Green Chemistry und den Bezug auch zu Power to X, aber hauptsächlich Green Chemistry wissen wollen, können Sie gerne hier in dem Science-Artikel nachlesen, den wir vor einer Zeit zusammen mit Paul Anastas geschrieben haben, der als der Vater, the Father of Green Chemistry bezeichnet wird, der dieses Konzept entwickelt hat. Zu Power to X sind auch einige Literaturstellen mit drin. Sehr umfangreicher Übersichtsartikel, wenn Sie es interessiert, in Chemical Reviews gemeinsam mit André Bardo über die Bewertung, über die Lebenszyklenanalyse dieser CO2-basierten Wege. Das wäre also alles. Der Wasserstoff ist das Bindeglied und ich hoffe, Sie haben auch gesehen, das ist nicht nur was im Labor passiert, sondern das Rennen hat begonnen weltweit
wer am schnellsten diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in Geschäftsmodelle überführen kann, wird global ein wichtiger Player sein und bleiben. Und ich denke, da sind wir eigentlich in Deutschland mit der Technologie, die wir haben, gut dabei. Aber wir müssen auch die richtigen Partnerschaften bilden, dass sich hier zu einem Erfolgsmodell entwickeln kann. Dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen. Max Planck habe ich schon mehrfach zitiert. Da können wir in Aachen, müssen wir uns nicht verstecken. Karl der Große hat geschrieben, Prius tamen est nosse quam facere, wer noch des Lateins mächtig ist. Das heißt fast das Gleiche wie dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen. Ich habe unten die deutsche Übersetzung des gesamten Zitats aufgeführt. Also wir haben da in Aachen eine nicht nur die wissenschaftliche Tradition, sondern auch die philosophische Vorgeschichte. Insofern ist diese Kombination aus Max Planck und Aachen sehr wertvoll, glaube ich, aus meiner Sicht sowieso. Und ich hoffe, Sie haben es auch ein bisschen mitbekommen, dass wir da viel machen können und dass das in der Zukunft auch so bleiben kann. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Leitner, für den sehr anregenden Vortrag, aus dem man sogar in der Kürze was über Chemie lernen konnte, wenn man das lange Zeit nicht mehr betrachtet hat. Dankeschön. Die Fragerunde ist eröffnet. Herr Stachon, haben Sie schon Leute? Ich habe eine Frage über den Chat bekommen. Mhm. Ich kann die einfach mal vortragen. Ich kopiere die aber sicherheitshalber nochmal in den allgemeinen Chat. Einen Moment. Okay. Inwiefern könnte man heute schon Power-to-X dazu nutzen, um kurz- bzw. mittelfristig unabhängiger vom russischen Gas zu werden? Ist die Power-to-X-Technologie bereit und geht es nur um die Skalierung oder müssen wir noch Forschung dafür betreiben? Tatsächlich ist die Umwandlung von CO2 und Wasserstoff zu Methan, also Erdgas, das, was wir ja hauptsächlich beziehen aus Russland, die sogenannte Sabatier-Reaktion, eine, die technisch sehr gut beherrschbar ist. Es gibt sogar eine Pilotanlage in Werte, ich bin nicht sicher, ob das Niedersachsen oder Schleswig-Holstein ist. Ich glaube, es ist Schleswig-Holstein. Audi hat nämlich das mal eine Zeit lang sehr stark forciert. Mhm. Die hatten ein Auto, den G-Tron, der auf Erdgas gefahren ist, und haben dann gesagt, dann können wir auch Erdgas machen und dann können wir auch in der Mobilität was damit tun. Das hat sich nicht durchgesetzt, weil die E-Mobilität das überholt hat. Aber da ist viel, nicht nur deswegen, aber da ist unter anderem viel Forschung in dieses, viel Entwicklungsarbeit in diese Sabatier-Reaktion reingegangen. Und tatsächlich beherrschen wir die sehr gut. Geht es in Anführungszeichen nur um die Skalierung und dieses nur ist tatsächlich ein wesentlicher Faktor. Ja. Also die Menge an Erdgas, die wir aus Russland importieren, über einen Power-to-X-Pfad zu kompensieren in signifikantem Umfang, die erfordert die Installation von Photovoltaik oder Wind, was immer wir brauchen als Primärenergie in einem Maßstab. Das ist eigentlich der limitierende Faktor und auch zeitlich, wie lange das dauern wird, bis man das gebaut hat. Dass wir jetzt in der aktuellen kurzfristigen Situation, muss man ehrlicherweise zugeben, in den nächsten 2-3 Monaten, und wir reden ja über Zeiträume hoffentlich, die nicht noch viel länger sind, nichts machen können, weil es einfach zu lange dauert, bis die Infrastruktur bis die entsprechenden Mengen, bis das so hoch skaliert wäre. Aber tatsächlich ist das richtig. Es geht im Prinzip in Anführungszeichen nur um die Skalierung. Wenn uns der finanzielle Aspekt egal ist, wenn wir auch sagen, egal was das kostet, wir wollen das Erdgas selber machen, damit wir es nicht mehr aus Russland beziehen müssen. Es gibt natürlich andere Erdgasmöglichkeiten, Fracking-Gas aus USA zu beziehen oder andere über Pipelines oder über LNG-Häfen, die kurzfristiger sehr viel kostengünstiger und auch technologisch leichter in einem großen Maßstab zu realisieren. Aber prinzipiell wäre es möglich und die Reaktion per se aus CO2 und Wasserstoff, Methan zu machen, ist eine von denen, die wir mit am besten beherrschen. Vielen Dank. Herr Stachon, fordern Sie den Herrn Kriele auf oder lesen Sie vor?
Ach, Sie haben auch eine Nachricht bekommen. Dann müssten Sie mir die Na Okay, können Sie die Nachricht noch mal also kopieren? wird die Recyclingfähigkeit neuer Materialien der Green Chemistry von Anfang an mitbedacht? Ja, wird sie tatsächlich. Das ist tatsächlich bei den, bei, insbesondere bei den Kunststoffen, ein Aspekt, der uns da sehr stark mit beschäftigt. Bei diesem Beispiel, das ich Ihnen gezeigt habe, bei diesem Kadion, jetzt wird es ein bisschen chemisch, aber erschrecken Sie nicht, da wird die Verknüpfung, die vorher da war, ist eine sogenannte Ätherbindung. COC und dann kommen weitere Kohlenstoffe und dann kommt wieder das nächste O. Die sind sehr hart zu brechen. Wenn das CO2 da eingebaut wird, entsteht eine sogenannte Carbonatbindung, OCOO. Die ist sehr viel leichter wieder aufzubrechen. Das heißt, die Chance, das Polymer an der Stelle wieder abzubauen in kleinere Bausteine und zu rezyklisieren, wird tatsächlich verbessert. Und im Power-to-X Copernicus-Programm planen wir für die dritte Phase und hoffen, dass die Firma Covestro da tatsächlich auch zu neuen, das ist eine andere Abwandlung dieser Polyole, an sie da arbeiten. Und da ist auch das Recycling von Anfang an mitgedacht, dass die Schnittstellen wieder so sind, dass man das klein bringt. Da kommt auch schon die nächste Frage dazu. Ist die auch im Chat gestellt worden? Ich sollte vielleicht mal sagen, die Teilnehmer können nur Direktnachrichten senden. Das heißt, wenn sie die Nachrichten an Sie senden, dann kann ich die leider nicht lesen. Ah, dann Also. ich lese sie Ihnen vor. Die kommt, den Namen sehe ich nicht direkt, Helmut, und dann sehe ich nur noch SP. Ich bin Inhaber eines Ingenieurbüros für Kreislaufwirtschaft, und war, also der kennt sich sehr gut mit Polyurethan-Recycling aus und hat natürlich sofort Helmut Spoh, vielen Dank, die Frage gestellt: Naja, Sie reden immer über die Polyole, Sie haben aber immer Polyurethane bestehen ja aus Polyolen und Isocyanaten, haben Sie auch gezeigt. Das sind die zwei Kettenglieder, die so zusammengehängt werden. Kann man die Isocyanate auch wieder in den Kreislauf einbringen? Schwieriger. Mit den Polyolen tun wir uns leichter. An den Isocyanaten ist auch Covestro natürlich auch sehr stark dran. Aber ist tatsächlich schwieriger, weil diese Isocyanateinheit, diese NCO-Einheit, die ist nicht ganz einfach zu handeln. Muss noch Forschung reingesteckt werden. Also kann man aktuell, gibt es keine Lösung, die sehr offensichtlich ist. Aber auch da forschen viele Leute weltweit dran. Es gibt in Dänemark eine sehr aktive Gruppe, die das zum Beispiel macht. Bei uns im Arbeitskreis hat das Herr Klankemeier ganz tolle Geschichten entwickelt, wie er Isocyanatgruppen hydrogenolytisch aufspaltet. Und was daran interessant ist, ist, dass man ja nicht unbedingt aus dem Polyurethan die gleichen Bausteine wieder machen muss, um Polyurethan aufzubauen. Also man spricht dann von Open Loop Recycling, dass man sagt, wir betrachten die Polymere, die zurückkommen, genau wie die Biomasse, eigentlich erstmal als Rohstoff und überlegen uns, wie wir die chemisch zu anderen Bausteinen wieder umwandeln können und aus diesen Bausteinen wieder was Wertvolles machen können. Und das muss ja nicht unbedingt wieder genau der gleiche Kunststoff sein wie vorher. Und da kommen da sind die Isocyanate besser zu handeln, wenn man es nicht einfach nur im Kreis fährt, sondern wenn man sie als Quelle für Amine, Diole und so weiter und andere Chemiebausteine wieder sieht. Haben Sie doch jemanden, Herr Stachon? Nein, ich habe keine Gut, Frage dann mehr. stelle ich auch mal eine Frage. Also heute verwendet man ja zur Dämmung von Häusern hauptsächlich dieses Polystyrol, was dann vermutlich in Zukunft, wenn die Leute mal ihr Haus abbrechen wollen, zu einer riesigen Menge von Sondermüll führt. Gibt es da die Möglichkeit, auch Dämmstoffe zu entwickeln, die was die Langzeitwirkung besser sind, vielleicht auch sogar was die Dämmeigenschaften besser sind und trotzdem eine gewisse Durchlässigkeit haben, sodass man nicht innen Probleme hat mit dem Wasserdampf. Jetzt, wahrscheinlich, wenn Sie jetzt einen Vertreter von Covestro gefragt hätten, dann hätte er gesagt, Polyurethan ist viel besser als Polystyrol Ja. oder von Pyrol. Da kann ich Ihnen wirklich die Antwort nicht geben. Da bin ich von der baulichen Seite, von den Gegebenheiten, was da der beste Baustoff ist und so weiter und so fort, nicht tief genug drin. Und da würde ich Ja. keine
mich weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich da eine Antwort geben würde. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass mein klassisches sind dann noch so Mineralwollen, die ja auch verwendet werden. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber von den organischen Materialien ist Polystyrol und Polyurethan. Und die beiden werden halt von unterschiedlichen Anbietern genutzt. Ich kann Ihnen wirklich die Antwort nicht geben, ob es für bestimmte Häuser günstiger ist, das eine oder das andere zu verwenden. Jawohl. Dann habe ich noch eine kleine, Sie haben ja heute sehr lebhaft geworben dafür, dass man also die synthetisierten Kraftstoffe verwenden muss für die Flugindustrie, weil da nichts anders geht. Warum wird das nicht ein bisschen offensiver gemacht? Also momentan haben wir ja diesen unheimlichen Kampf zwischen der Fraktion der Elektriker, die sagen, alles elektrisch, oder auf der anderen Seite die Leute, die sagen, alles mit Wasserstoff. Aber auch Wasserstoff im Flugzeug zu transportieren, ist ja nicht ganz ohne Probleme. Das heißt also, so ein synthetisierter, aus Wasserstoff synthetisiertes Produkt ist ja, wenn man das finanziell im Griff hat, eigentlich das Mittel zur Wahl. Und der zweite Zusatz ist, ich habe großen Zweifel, wenn ich die Landkarte angucke, wenn ich den Norden Kanadas betrachte oder Sibirien betrachte oder Australien betrachte oder das Amazonas-Delta betrachte, dass es in solchen Gegenden, die ja abseits von den großen Städten liegt, überhaupt möglich ist, mit Strom speichern oder mit Wasserstoffspeichern weiterzukommen. Warum ist man an dieser Stelle nicht ein bisschen offensiver? Also ich glaube, beim Flugverkehr würde ich denken, dass auch in der Politik und weitgehend Konsens darüber herrscht, dass das mit flüssigen Kraftstoffen betrieben wird. Natürlich ist die Forschung an sowas wie das, wie heißt denn geheißen, das Flugzeug, Solar Impulse, das mit Solarzellen betrieben ist. Oder auch jetzt, was ja auch, wo auch Aachen beteiligt ist, an wasserstoffbetriebenen Fluggeräten. Das ist spannend und da wird tolle Technologie rauskommen. Das ist überhaupt keine Frage und das wird uns technologisch weiterbringen, weil solche visionären Ziele immer dazu führen, dass dann in der Materialwissenschaft oder sonst was Neuland beschritten werden muss. Aber für die tatsächliche Anwendung, um 150 Leute von Paris nach New York zu bringen oder 200 Leute von Paris nach New York zu bringen, ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft darüber nachdenkt, dass das in eine Alternative zu den Kraftstoffen gibt, also von den Entscheidungsträgern, dass man das manchmal liest, irgendwie so in irgendwelchen, auch vielleicht Wissenschaftsblättern, die dann darüber sagen, was da Tolles Neues gibt und jetzt ist eine Drohne, die so groß ist, mit Wasserstoff 2 Kilometer geflogen, ja, das ist alles prima, aber das wird nicht die Lösung dieses Problems sein. Ich hoffe zumindest, dass darüber Konsens herrscht. Und das andere haben Sie auch recht. Ich glaube, die Elektrifizierung ist natürlich für Industrienationen zu schultern, aber auch im Amazonas-Delta, wenn man dort irgendwie Dinge macht, wir werden flüssige Energieträger benötigen, weil man die einfach leicht und problemlos verteilen kann. Nicht mehr in dem gleichen Maß wie heute, weil es Alternativen gibt, aber ganz ohne werden wir nicht auskommen. Okay, prima. Jetzt ist gerade noch ein Kommentar gekommen. Zur Dämmung von Wänden gab es kürzlich ein Webinar von der Aachener Verbraucherberatung. Und wurde dort was über diese Dämmstoffe erzählt, was Neues erzählt? Das frage ich mal direkt denjenigen, der die Frage gestellt hat. Dieter an M. Punkt. Ach so. Dieter, ja genau. Ja, ich habe dieses Webinar gehört, das war Altbau Plus, in Zusammenarbeit mit der Verbraucherberatung hatte er ein Webinar. Ich habe jetzt den richtigen Link nicht gefunden, ich weiß nicht, ob die Unterlagen jetzt publik sind, aber zumindest ist das ein Ansprechpartner, wenn man sich dafür interessiert. Da gab es eben auch alternative Materialien, die man da einsetzen kann. Ja, auch das ist ein richtig großes Thema, denn wenn wir wirklich bei der Wärme weiterkommen wollen, brauchen wir Dämmstoffe. Und das geht nicht mit 25 Zentimeter Styropor. Weil jeder, der sich ein bisschen auskennt mit dem Bau, der weiß, dass die Umbaukosten riesig sind, wenn sie so viel außen auftragen.
Und die Wege, die Kombination von einfachen Wegen ist dann möglicherweise auch eine Lösung. Okay, danke. Als Beispiel vielleicht, wir haben also schon vor 30 Jahren Isoflock eingeblasen ins Dach. Das war damals schon eine Methode, die gängig war und gut funktioniert hat bisher. Ja. Also ein Recyclingprodukt aus Papier. Mhm. Aus Papier. Schicken Sie mir den Link bitte einfach mal zu. Von der Verbraucherberatungsveranstaltung. Ja, wie gesagt, das ist vorbei. Zusätzliche Materialien habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Also okay, prima. Jawohl, gut, okay. Dann habe ich an Herrn Leitner nochmal eine Frage. Und zwar, gestern bin ich wieder über Deutschland geflogen. Und wenn Sie heute runtergucken auf dem Flugzeug, dann entdecken Sie diese wunderschönen, kräftig gelben Rapsfelder. Und das wird ja heute zu einem nicht unerheblichen Teil dazu benutzt, dem Diesel beizumischen. Meine Frage ist, Sie hatten ja jetzt erzählt, wenn man diese Kohlenwasserstoffketten hat mit den Alkoholenden und so weiter, lohnt es sich da nicht, dem Diesel sowas beizumischen? Also die klassische Biodieselbeimischung, das sind sogenannte Ester, die aus dem Rapsöl dann entstehen. Mhm. FAME ist der englische Ausdruck, Fatty Acid Methyl Esters. Und die haben diese Verbesserungswirkung nicht im gleichen Maße. Man müsste diese Ester wieder nochmal hydrieren zu den entsprechenden Alkoholen. Das wäre ein weiterer Schritt. Dann wäre es tatsächlich eine Verbesserung. Aber das wird natürlich aus Kostengründen nicht gemacht, weil es auch gar nicht so einfach ist, so ein Ester zum Alkohol zu hydrieren. Aber im Prinzip wäre das eine Möglichkeit. Die lange Kette, die lange Kohlenstoffkette hätte man schon. Die ist nämlich dann natürlich in den Fettsäuren schon mit drin. Dann hätte man aber wieder das Problem, dass man etwas hat, was mit der Nahrungskette kollidiert. Das ist die große, ist tatsächlich das, was ja auch der limitierende Faktor ist bei Biokraftstoffen, insbesondere der sogenannten ersten Generation, die auf Feldfrüchten beruhen und nicht auf Holz- und Abfallmaterialien, dass sie mit dem Lebensmittelanbau konkurrieren und auch mit der Flächennutzung, weil das natürlich auch wertvolle Flächen sind, auf denen was anderes wachsen könnte, sodass die Menge, die man erzeugen kann, natürlich immer durch diese Konkurrenzsituation begrenzt ist. Genau. Okay. Deshalb Biohybrid Fuels, wir brauchen manchmal helfen uns biogene Bausteine, aber das müssten welche sein, die dann die Abfall sind, Abfall oder irgendwo herkommen. Genau. Ja, klar. Mhm. Prima. Also das wäre ein ganz großer Schlager, wenn man heute sozusagen ein Additiv machen könnte, was die Verbrennung wesentlich besser macht und nicht mit der Nahrungskette, was einigermaßen preiswert herzustellen ist, und nicht mit der Nahrungskette kollidiert. Ja. Mhm. Und braucht man Fuel Science Center, geht nichts dran vorbei. Ja. Ich sehe gerade eine Reaktion von Herrn Hürkamp, aber das ist ein Nein und kein Handheben. Deswegen bin ich mir da nicht sicher, ob er eine Frage stellen möchte. Also Sie können Ihr Mikro gerne aktivieren, wenn Sie eine Frage stellen möchten. Ja, ich hatte gerade mal überlegt, die Größenordnung. Wie viel Methanol könnte man herstellen, wenn man der Atmosphäre 10% des Kohlendioxids entziehen würde? Kann man das so ganz grob abschätzen? Diese Zahl kenne ich in der Form nicht, das könnte man aber abschätzen. Aber ich kann Ihnen sagen, das wäre eine riesige Menge an Methanol, wenn man das tun würde, weil wir in der Atmosphäre ja mittlerweile bei über 400 ppm CO2 sind. Und also das wäre tatsächlich eine Riesenmenge. Wir gehen eigentlich auf die, sagen wir zunächst im ersten Schritt, auf die konzentrierten Ströme von CO2, die aus Industrieanlagen kommen. Und selbst da kommt man schon sehr schnell in erkleckliche Mengen. Wenn Sie sich vorstellen, das wird langfristig nicht passieren, weil die Braunkohlekraftwerke ja abgeschaltet werden, aber Niederaußen emittiert 30 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das Molekulargewicht von CO2 und Methanol ist ein bisschen leichter, weil ein Sauerstoff rauskommt und für vier Wasserstoffe reinkommen. Das heißt, es ist ungefähr 2/3 leichter. Also wir wären immer noch bei ungefähr 20, wenn der Umsatz 100% wäre, wären das 20 Millionen Tonnen Methanol roundabout. Und die Weltjahresproduktion ist momentan in der Größenordnung von 90 Millionen Tonnen. Das heißt, allein diese Emission würde schon ein Viertel
der Weltjahresproduktion von Methanol entsprechen. Der limitierende Faktor ist der Wasserstoff, den man dazu braucht, um diese Umsetzung herzustellen. Aber CO2 haben wir mehr als genug, um diese ganzen Anwendungen abzudecken. Okay, dann haben wir noch eine Frage von Herrn Helmut Schwo. Ich weiß nicht, ob das Ihr voller Name ist, aber so wird er auf Zoom angezeigt. Das ist der volle Name. Erstmal schönen guten Abend allerseits. Vielen Dank, Herr Leitner, nochmal für den sehr interessanten und informativen Vortrag. Ich bin also derjenige, der da eben in den Chat geschrieben hat. Ich betreibe hier in Aachen einen Ingenieurbüro für Kreislaufwirtschaft und beschäftigen uns also nicht nur mit Polyurethanen, sondern insbesondere im Moment mit Bauabfällen und deren Recycling. Sie werden vielleicht uns in 14 Tagen sehen, wenn der WDR über den Abbruch der Brücke Turmstraße berichtet. Dort haben wir ein Forschungsvorhaben zum Recycling von Beton mit verschiedenen Universitäten, wo wir die Komponenten trennen und dann auch Zement wieder zu Zement werden lassen und beide Komponenten wieder zu Beton verwenden. Ich hatte kürzlich, das ist aber jetzt nicht meine Frage oder mein Beitrag, ich hatte kürzlich ein Treffen mit dem Professor Wasserscheid, den kennen Sie wahrscheinlich auch, gemeinsam mit der Fachhochschule Aachen. Und wie Sie wissen, hat er sich ja mit der Wasserstoffspeicherung beschäftigt, katalytisch an eine organische Substanz. Und ich wollte mal Ihre Einschätzung hören, weil wir haben bei der Fachhochschule Aachen jetzt kennengelernt, dass die Herstellung von Wasserstoff auch aus Stroh, also aus Biomasse möglich ist. Die haben dort ein biologisches Verfahren entwickelt. Das wäre aus meiner Sicht ein guter Beitrag, um hier Kreislaufwirtschaft zu betreiben und damit zum Beispiel auch ein Blockheizkraftwerk zu betreiben, für unser Betonrecycling zum Beispiel. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein gangbarer Weg, Biomasse zu nutzen, zur Wasserstoffherstellung und dann katalytisch zu speichern? Also die Technologie von Peter Wasserscheid, die sogenannten Liquid Organic Hydrogen Carriers, sind natürlich ein sehr interessanter Weg, um den Wasserstoff von A nach B zu bringen. Bei ihm ist ja das Ziel, nicht irgendetwas aus dem Wasserstoff herzustellen, sondern tatsächlich die Wasserstofflogistik. Also einfach den Wasserstoff irgendwo dran zu hängen, das Ganze fährt an die Stelle B und dort wird der Wasserstoff wieder freigesetzt und dann wird der Wasserstoff genutzt, um Energie zu erzeugen. Das ist sein Konzept. Und da gibt es auch Alternativen zu den LOHCs, aber die LOHCs sind da ein durchaus aus vielerlei Gründen, auch weil es diese, wenn es den Wasserstoff gebunden haben, sind es auch Flüssigkeiten, die einfach transportierbar sind und die sehr sicher zum Handeln sind. Und dann wird der Wasserstoff wieder freigesetzt, wann ihn braucht. Also toller Beitrag zu dieser Fragestellung, wie man Wasserstoff verteilen kann. Der Unterschied zu den Dingen, die wir hier betrachten, ist, dass dann eben der Wasserstoff wieder freigesetzt wird und nicht die Produkte, die den Wasserstoff gebunden halten, genutzt werden. Die Möglichkeit aus biologischem Material Wasserstoff erzeugen, das ist dann entweder biokatalytisch oder reforming, ist im Prinzip auch sehr interessant. Die Frage ist, was mit dem Kohlenstoff dann passiert, der in dem biologischen System drin war. Beim Reforming wird das wieder CO2 am Ende des Tages. Das heißt, man hat da so ein bisschen das Dilemma, wie verschiebe ich das Verhältnis zueinander, dass das dann auch wirklich gegenüber der fossilen Wasserstofferzeugung einen geringeren CO2-Footprint hat, weil der Kohlenstoff muss ja auch irgendwo hin. Insofern muss man das mit einer LCA-Lebenszyklusanalyse sich für dieses Verfahren von der Fachhochschule anschauen, dass man sagt, dass das dann auch wirklich ein Weg zum Wasserstoff ist, der eine deutliche CO2-Reduktion gegenüber dem konventionellen Weg zum Wasserstoff bringt. Wenn das so ist, dann ist das natürlich ein interessanter Weg, um auch Wasserstoff zu erzeugen. Allerdings muss man auch da sagen, in der Skalierung ist es natürlich zum einen vom Eingangsstoff, von der Biomasse und zum anderen auch von der Technologie. Fermentation läuft in wässriger Suspension etc. etc. von der Skalierung deutlich schwieriger als die Elektrolyse. Das wird man wahrscheinlich sehen. Aber das müsste man sich im Detail genauer anschauen. Okay, vielen Dank. Ich habe noch eine Meldung. Zunächst die Bemerkung an Herrn Spoh. Bei dem letzten Vortrag kam auch LOHC vor. Der Dr. Teichmann, der vorgetragen hat, ist der Geschäftsführer einer Firma, die dem Herrn Wasserscheid gehört. Ja, das stimmt.
Okay. Ich kann den Link gerade mal eben in den Link zu der Videoaufzeichnung in den Chat posten. Das mache ich mal eben. Gerne. Das ist auch das ist das Video direkt, aber auch die Playlist mit den vorherigen Vorträgen der Reihe Energiewende. Jawohl. Dann habe ich noch mal von Herrn Weber eine Meldung an Herrn Leistner direkt. Kennen Sie die Aktivitäten der Firma Cafenia zu Power und Biogas, zu Kerosin? Wenn ja, können Sie das einordnen? Also das ist natürlich ein interessanter Weg, weil Biogas enthält ja nicht nur Methan, sondern auch 10 bis 15%, je nachdem wie es gefahren wird, CO2. Und dieses CO2 da rauszuholen und dann daraus das ist sehr interessant. Das wird auch zum Beispiel dort, was ich erwähnt habe, in Werte, die Firma E-Gas heißen die, dieses Spin-off von dem früheren Audi, die machen das auch. Die machen aber einfach eine Methanisierung dran. Die machen dann aus dem Rest CO2 auch wieder Erdgas, sodass die Methanausbeute aus dem Biogas entsteht. Beides halte ich für hochspannend. Ich kenne jetzt die Technologie nicht im Einzelnen, aber die werden auch Fischer-Tropsch schon machen hinterher genauso. Generell die Wertschöpfungskette Biogas mit einer CO2-Nutzung zu kombinieren, ist ein sehr interessanter Weg für die Zukunft, weil es auf der einen Seite die biogenen Abfälle direkt nutzt, um Energie zu erzeugen und gleichzeitig dann das eben als parallel entstehende CO2 über zum Beispiel Photovoltaik oder Windenergie, die den Wasserstoff erzeugt, lokal auch gleich wieder weiter nutzbar macht. Das werden lokale Lösungen sein, weil einfach die Biogasanlagen, die können ja nicht beliebig groß werden, aber das macht ja nichts. Das ist ja lokale Lösungen, dezentrale Lösungen werden im zukünftigen Energiesystem eine sehr viel größere Rolle spielen. Gerade auch, was Herr Nagel vorher gesagt hat, in solchen Gegenden, wo vielleicht viel Biomasse anfällt, die dann zu Biogas umgesetzt wird und dann hat man auch noch ein bisschen erneuerbare Energie, um das CO2 auch zurückzuholen und zurückzufangen. Ist sicher interessant. Auf der wissenschaftlichen Seite, auf der Grundlagenforschungsseite, wir haben mit dem Kollegen Lars Blank hier an der RWTH Aachen in der Biotechnologie vor ein paar Monaten eine Veröffentlichung gemacht. Der Lars Blank, die haben Fermentation zu Ethanol, also praktisch alkoholische Gärung, wie wir sie aus der Feuerzangenbowle kennen. Also da werden ja auch bei der Ethanolvergärung werden ja 2 von den Kohlenstoffmolekülen zum CO2 umgewandelt. Also C6H12O6 ist Glucose und da kommt 2-mal Ethanol raus und 2-mal CO2. Das heißt, auch das Bioethanol hat keine Null CO2-Footprint, sondern ein Teil des Kohlenstoffs geht aus CO2 raus. Und wir haben eine kombinierte Reaktion gezeigt, wo unten die Fermentation lief und oben das CO2, so wie es entstanden ist, hydriert worden ist mit einem Katalysator, in dem Fall zur Ameisensäure, nicht zum Methanol, aber zur Ameisensäure, und haben sozusagen die Kohlenstoffausbeute des Zuckers, der da rausging, optimiert, indem neben dem Ethanol das CO2, das entstanden ist, auch gleich weiter hydriert worden ist. Also ich glaube, diese Kopplung aus Fermentation und CO2-Nutzung ist was sicher interessant und spannend ist, gerade im Hinblick auf Wertschöpfung. Vielleicht nicht so wichtig für Energieanwendungen, aber für Wertschöpfung absolut attraktiv. Prima. Herr Staron, haben wir noch jemanden in der Pipe? Ich sehe noch Herrn Hürkamp, hat noch die Reaktion, aber ich weiß nicht, haben Sie noch eine Frage oder haben Sie einfach nur die Reaktion nicht runtergenommen? Ich weiß nicht, er antwortet gerade nicht, also denke ich mal, wir haben sonst keine weiteren Fragen mehr. Ich habe keine neue im Chat bekommen. Ja. Also auch vielen Dank für das wunderschöne Bild, was Sie gegeben haben mit den Ölfässern, die man reduzieren muss. Da Deutschland einmal quer rüber, bei der Welt 1,5. Das heißt, das erste Ziel wäre die Reduktion auf einmal Erdumrundung. Das ist immerhin, schon ein Drittel. Das wäre schon viel, wenn wir das schaffen würden, genau. Ja. Aber das müssen wir erreichen. Ja, ja, prima. Also war ein wunderbarer Vortrag, sehr schön vorgetragen, sehr spannend. Auch wieder was von der Chemie gelernt. Das ist seit der Schule ein bisschen eingeschlafen gewesen.
Mein herzlichen Dank Ihnen, Herr Leitner, für den gelungenen Vortrag. Und Sie können alle, die Sie jetzt noch dran sind, auch werben, dass sich Freunde und so weiter den Vortrag im angucken können. Der wird in 2 Tagen wird der Link verfügbar sein, sodass wir auf diese Weise eine weitere Verbreitung der schönen Inhalte haben. Herzlichen Dank. Beziehungsweise ich sollte kurz sagen, der Link ist schon verfügbar, der zeigt auf die Playlist mit den Vorträgen. Aha. Der jetzige Vortrag wird natürlich hinzugefügt. Genau, prima. Dann machen wir das so. Jawohl. Vielen Dank nochmal. Dann vielen Dank fürs Interesse. Auf Wiederhören. Wiederhören. Vielen Dank.